Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute zum, steht zwar vierten, aber zum dritten Teil der Studium Generale Reihe zum Klimawandel. Warum stehe ich jetzt hier, um Sie zu begrüßen? Mein Name ist Michael Fehling, ich bin hier Professor für öffentliches Recht und deshalb bin ich hier. Ich bin wissenschaftlicher Leiter unserer Energierechtsinitiative und die werden wir jetzt im nächsten Jahr ausbauen zu einem Center of Interdisciplinary Research on Energy, Climate, Sustainability and the Environment. Also klingt riesig groß, ist nicht ganz so groß, aber Sie sehen schon, mit der Idee interdisziplinär wird klar, dass wir zwar juristische Forschung betreiben, was anderes können wir an einer juristischen Hochschule auch gar nicht, aber dass wir das informiert tun wollen mit einem wachen Seitenblick auf andere und Disziplinen, die mit Klimawandel und Ähnlichem zu tun haben. Und dementsprechend freut es mich besonders, dass das Studium Generale genau diesen Aspekt hier in dieser Reihe zum Thema gemacht hat, nämlich die Analyse von Klimawandel, Bekämpfung des Klimawandels, Folgen des Klimawandels aus dem Blickwinkel verschiedener Disziplinen. Heute geht es um Klimawandel und Migration. Und unser Nichtjurist, der uns hier in die migrationspolitischen Spezialitäten einführen wird, das ist Herr Dr. Schraven. Und dann gibt es einen kleinen juristischen Input, denn wir sind ja nach wie vor hier in erster Linie Juristen von der Frau Kollegin Laskowski aus Kassel. Am Thema Klimawandel und Migration sieht man einmal mehr, das ist mir sehr wichtig, dass Klimawandel eben nicht ein rein sektorales Problem ist, sondern der Klimawandel betrifft eigentlich viele, man könnte sogar sagen fast alle Politikfelder. Und Sie kennen das alle reißerisch aufgemacht aus den Medien, dass uns der Klimawandel dort, wo eben dann die Bedingungen für Landwirtschaft sich verschlechtern, wo, ein Thema auch von Frau Laskowski, das Wasser knapp wird und ähnliche Dinge, dass das Wanderbewegungen auslösen kann mit vielen Schreckensszenarien, die dann politisch an die Wand gewahrt werden. Das ist sozusagen auch aus meiner Sicht als Jurist unmittelbar einleuchtend. Aber wie immer, so einfach ist es dann doch nicht. Und dass es eben nicht so einfach ist und wie die komplexeren Zusammenhänge aussehen, das werden wir heute Abend näher erfahren. Ja, durch die Veranstaltung führen wird Herr Karamemedovic, jetzt muss ich immer gucken, dass ich es richtig ausspreche. Herr Karamemedovic hat Jura studiert an der FU Berlin mit schon einem Schwerpunkt auch auf das Internationale, also Völkerrecht, Europarecht, aber eben auch Verfassungsrecht und ist auch dort politisch engagiert gewesen, hat bei einem Abgeordneten mitgearbeitet, wenn ich das richtig sehe, ist nunmehr hier wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Kollegen Payan D., der vor allem auch einen Schwerpunkt im Völkerrecht hat und fertig sitzt dort an einer Dissertation jetzt zu einem staatsorganisationsrechtlichen Thema. Also er ist doppelt prädestiniert für den heutigen Abend, zum einen, wie gesagt, mit seinen Schwerpunkten auch im Völker- und Europarecht und zum anderen daran, dadurch, dass er auch Mitglied der jungen Islamkonferenz ist, wenn ich es richtig sehe. Und auch von daher würde ich sagen, vermutlich eine besondere Sensibilität für Migrations- und Integrationsfragen mitbringt. Alles Weitere, da überlasse ich ihm jetzt das Feld, wird Herr Karamemedovic als Moderator hier gestalten. Ja, ich wette, Sie sind genauso gespannt wie ich auf den weiteren Abend. Ich wünsche uns ja einen spannenden Abend. Herr Karamemedovic, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Professor Fehling. Ich weiß gar nicht, ob Sie jetzt ein wenig zu viel versprochen haben mit meinen Schwerpunkten im internationalen Recht. Ich bin Brot- und Butter-Verfassungsrechtler, habe dann irgendwann mal an der FU einen Schwerpunkt gemacht, aber das liegt einige Jahre zurück. Ja, meine Damen und Herren, auch ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen heute Abend hier im Studium Generale
an der Bucerius Law School. Ich freue mich sehr, dass ich den heutigen Abend für Sie moderieren darf. 3,5 Flugstunden von hier, 1500 Kilometer entfernt, diskutieren Staats- und Regierungschefs und Chefinnen, AktivistInnen, Wirtschaftsvertreterinnen und andere Stakeholder beim Weltklimagipfel in Glasgow die globale Klimapolitik. Sie fragen sich, wie man die Erderwärmung unseres Erdballs aufhalten kann. Die ersten Schlagzeilen dazu allerdings machen wenig Mut. Scheitert die Klimakonferenz bereits bevor sie losgeht, schreibt etwa der Spiegel. NTV fasst zusammen, Biden kommt mit leeren Händen nach Glasgow und die Tagesschau mahnt mit den Worten, wo Klimagipfel an ihre Grenzen stoßen. Auch national haben uns die Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz dieses Jahr die erschütternde Wirkung der Klimakrise mehr als deutlich gemacht. Extremwetterereignisse werden in Zukunft immer häufiger stattfinden. Aber, meine lieben Damen und Herren, es gibt auch Anlass zur Hoffnung. Der US-Präsident Joe Biden entschuldigt sich dafür, dass sein Vorgänger aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist. Aber auch national gibt es Bewegung. Noch nie war das Thema Klimaschutz so präsent wie in den letzten Jahren. Engagierte Schülerinnen und Studierende haben das Thema ganz oben auf die Agenda gesetzt. Die wohl baldige Vizekanzlerin Annalena Baerbock wird nicht müde zu betonen, Deutschland brauche eine Klimaregierung. Keine der Parteien konnte sich im diesjährigen Bundestagswahlkampf nicht zum Thema Klimawandel verhalten. Heute Abend möchten wir in unserer Reihe Zukunft Klimawandel, Herr Professor Fehling hat es schon gesagt, mit einem besonderen Aspekt dieser Krise uns auseinandersetzen, der klimabedingten Abwanderung von Menschen. Ob man diese Menschen Geflüchtete nennen darf, welche Unterscheidung es innerhalb dieses Diskurses gibt und ja auch geben muss und was das Recht und insbesondere das Völkerrecht in diesem Kontext bewirken kann, möchten wir heute gemeinsam mit diesen Gästen besprechen. Frau Professor Silke Ruth-Laskowski ist heute Abend bei uns. Frau Professor Laskowski ist seit 2009 Professorin für öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht mit einem Schwerpunkt im Umweltrecht. Ihre Habilitation beschäftigte sich 2006 mit dem Thema das Menschenrecht auf Wasser und von 2015 bis 2018 betreute sie das Forschungsprojekt Klimawandel, eine Herausforderung für Environmental Justice in Deutschland und der Türkei. Ihre sonstigen Forschungsschwerpunkte liegen im Gewässerschutz und der Wasserwirtschaft, dem Planungs- und Infrastrukturrecht und der Environmental Governance und der Public Governance. Heute Abend wird uns Frau Professor Laskowski die rechtliche Dimension unseres Themas vorstellen. Liebe Frau Professor Laskowski, schön, dass Sie heute Abend bei uns sind. Unser zweiter Gast ist Dr. Benjamin Schraven. Dr. Benjamin Schraven ist Migrationsexperte, freier Berater und Associate Fellow des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik, des Zentrums für Entwicklungsforschung der Universität Bonn sowie des Center for the Study of Global Human Movement der Universität Cambridge. Der promovierte Entwicklungsforscher berät unter anderem die Internationale Organisation für Migration, verschiedene UN-Organisationen sowie auch deutsche Institutionen wie den Sachverständigenrat Integration und Migration oder die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Bei diesen Beratungstätigkeiten geht es meistens um migrationsbezogene Fragestellungen, insbesondere der Themenkomplex Klimamigration bildet dabei einen Schwerpunkt seiner Arbeit. Darüber hinaus publiziert Benjamin Schraven regelmäßig auch in wissenschaftlichen Fachformaten. Herr Dr. Schraven wird uns in das Thema einführen und uns den aktuellen Diskurs und Forschungsstand näher bringen. Lieber Herr Dr. Schraven, es ist eine große Freude, Sie heute Abend an der Bucerius Law School begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie da sind. Herr Dr. Schraven wird mit seinem Vortrag beginnen. Danach werde ich das Wort an Frau Professor Laskowski übergeben, ehe wir uns dann in gemütlicher Runde zu dritt für ein paar Fragen treffen. Danach dürfen Sie aber und sind Sie auch an der Reihe, Ihre Fragen und Gedanken mit uns zu teilen.
Herr Schraven, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Wunderschönen guten Abend. Ich muss mich zunächst mal entschuldigen für diese etwas seltsame Pose, in der ich jetzt hier verharre. Ich kuriere mich gerade von einer kleinen Fußverletzung, deshalb ist es mir gerade etwas angenehmer, wenn ich mich so ein bisschen hier aufstützen kann. Ja, Klimawandel und Migration. Ich habe der Präsentation am heutigen Abend den Untertitel gegeben, ein komplexes Verhältnis, wieso? Das werden Sie im Folgenden dann noch erfahren. Ja, Herr Karaminovic, vielen Dank nochmal für Ihre Einführung. Sie haben es ja gerade schon erwähnt, die Welt schaut gerade auf Glasgow. Nach der doch jetzt mittlerweile doch gefühlt abflauenden Covid-19-Pandemie und Krise ist der Klimawandel wieder das Thema der Stunde. Und Sie haben es ja auch schon erwähnt, gerade die Geschehnisse an der A und an der Erft haben es ja auch, denke ich mal, allen gezeigt, uns in Deutschland vor allem gezeigt, dass der Klimawandel nicht mehr dieses abstrakte Ereignis ist, was dann irgendwann in 2050 dann mal zuschlagen wird, sondern die Ereignisse werden auch für uns in Europa, für uns in Deutschland immer greifbarer. Wir setzen uns auseinander zunehmend mit den Folgen in Deutschland, aber auch mit den Folgen in aller Welt. Und vor allem seit jeher, muss man eigentlich sagen, in dieser Klimadebatte, denken viele ja auch an die Folgen des Klimawandels, die woanders stattfinden, aber deren Folgen wir vielleicht auch in Deutschland und Europa spüren werden. Und hier spielt das Thema Flucht und Migration eine ganz besondere Rolle. Am Anfang vielleicht eine kleine Zusammenstellung von typischen Schlagzeilen aus den letzten 7, 8 Jahren, die zeigen, wie das Thema im öffentlichen, teilweise auch im politischen Diskurs wahrgenommen wird. Zum Beispiel haben wir die Zeit, Klimaflüchtlinge, treibt der Klimawandel ganze Völker des Südens zur Flucht nach Norden. Der Standard aus Österreich fragt, haben wir die Pflicht, Klimaflüchtlinge aufzunehmen? Die Financial Times sieht gar einen menschlichen Tsunami auf uns zurollen. Besorgt fragt der Focus oder Focus Online, 1 Milliarde Klimaflüchtlinge? Fragezeichen. Und die Tagesschau weiß, 200 Millionen Klimaflüchtlinge werden bis 2050 möglich sein. Ja, also wir sehen, daraus spricht doch eine sehr besorgniserregende, teilweise alarmistische Sprache. Also die Angst herrscht hier vor, konkret ausgesprochen, dass das, was wir in 2015 erlebt haben mit der sogenannten europäischen Flüchtlingskrise, dass das im Endeffekt vielleicht nur so ein kleines Vorgeplänkel sein könnte dessen, was uns droht, wenn der Klimawandel erstmal so richtig zuschlagen wird. Und diese Besorgnis ist nicht nur zu spüren in den Medien, sondern etwa auch im Bereich des Aktivismus, des Bereich des Klimaaktivismus. Hier ist ein Zitat von Jakob von Uexküll, bekannter deutsch-schwedischer Umweltaktivist, vor allem bekannt dadurch, dass er den sogenannten alternativen Nobelpreis gestiftet hat. Korrekterweise ist der Right Livelihood Award. Der hat vor ein paar Jahren mal in einem Interview mit der Welt gesagt, wenn Europa nicht mit 1 Million Kriegsflüchtlinge aus Arabien und Zentralasien klarkommt, wie soll es erst, habe ich jetzt dazu erfunden, wie soll es mit 200 Millionen Klimaflüchtlingen aus Afrika umgehen? Aus einer ganz anderen Ecke kommt ein durchaus ähnliches Statement, und zwar von diesem jungen Mann, erst ein paar Tage alt, Boris Johnson. Das Scheitern der COP26 in Glasgow kann zu äußerst schwierigen geopolitischen Ereignissen führen. Dazu gehören einige Schlimmfolgen wie Massenmigration. Ja, also wir sehen dieses Narrativ, da kommt was auf uns zu. Klimaflüchtlinge, 200 Millionen eventuell bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts. Das ist etwas, was in ganz, ganz unterschiedlichen politischen Lagern durchaus geteilt wird und natürlich auch immer verbunden, ja, natürlich auch mit konkreten politischen Folgerungen und Zielen daraus. Nun, die Frage ist,
Was ist dran an diesem Narrativ? Was wissen wir eigentlich über diesen Zusammenhang zwischen Umweltwandel, zwischen Klimawandel und, ich nenne jetzt mal den Oberbegriff, menschliche Mobilität, also Migration und Flucht? Es mag Sie jetzt etwas überraschen, aber das mache ich eigentlich immer so, wenn ich gefragt werde, kannst du mal diesen Wissensstand irgendwie widerspiegeln, Klimamigration, was wissen wir jetzt eigentlich darüber? Ich rede jetzt erstmal im ersten Teil meiner Präsentation gar nicht über den Klimawandel, sondern ich versuche mal in ein paar Fortschritt ein paar globale Migrationstrends zu skizzieren und auch zu skizzieren, was wir eigentlich über Gründe von Flucht und Migration eigentlich so wissen. Weil das ist meines Erachtens nach entscheidend, bevor man dann im zweiten Schritt sich anschaut, wie wirkt sich der Klimawandel jetzt auf menschliche Mobilität aus. Leben wir in einem Zeitalter der Migration? Wir leben ja sicherlich in einem Zeitalter der Digitalisierung, der Globalisierung. Waren, Dienstleistungen, Informationen schwirren wie wild um den Globus. Und natürlich haben viele, Stichwort nochmal 2015, gerade dadurch, auch den Eindruck, wir leben ja auch in einem Zeitalter der beschleunigten Migration. Und wenn wir uns die offiziellen Zahlen der Vereinten Nationen anschauen, dann scheint das durchaus auch zu stimmen, weil etwa 1 Milliarde Menschen weltweit gelten als Migranten, wobei allerdings nur etwa 270 Millionen Menschen als international migrierend gelten. Interessanterweise ist damit der Anteil von Migrierenden an der Weltbevölkerung nur geringfügig höher heute, als er schon vor etwa 120 Jahren zu Beginn des 20. Jahrhunderts war. Was sich im Laufe dieser Zeit geändert hat, immer wieder, waren die großen globalen Migrationsrichtungen. Vor 120 Jahren, bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg, war die dominante Richtung eigentlich Nord-Nord. Also das heißt vor allem die Migrationsbewegung von Europa in Richtung Nordamerika, also zwischen durchaus bereits industrialisierten Ländern, zwischen reicheren Territorien, zwischen reicheren Ländern, war für lange Zeit die dominante globale Migrationsrichtung. Das änderte sich dann in den 50er, 60er Jahren, zum einen dadurch, dass viele Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen wurden, in Afrika, in Asien. In Deutschland kamen hinzu die sogenannten Gastarbeiterabkommen. Und bei den ehemaligen Kolonien entwickelte sich ein Trend, dass viele eben aus diesen Ländern in Richtung der ehemaligen kolonialen Mutterländer gezogen sind. Also Jamaikaner nach Großbritannien, Nigerianer nach Großbritannien, Senegalesen nach Frankreich und. Also in dieser Zeit erleben wir zum ersten Mal eine Umkehr der dominanten globalen Migrationsbewegung in Richtung Süd-Nord. Also aus Entwicklungs- und Schwellenländern in Richtung der OECD-Welt, des globalen Nordens. Seit etwa 20 Jahren sehen wir aber einen anderen Trend, nämlich den, dass die Süd-Süd-Migration mittlerweile schwach global dominant ist. Also das heißt, die Migration zwischen Schwellenländern und zwischen Entwicklungs- und Schwellenländern ist mittlerweile der dominante globale Migrationsfall, schwach dominante globale Migrationsfall, was etwas zu tun hat mit dem ökonomischen Aufstieg der Staaten am Persischen Golf, aber nicht nur. Und ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist auch zu betonen, dass die globalen Migrationsbewegungen nicht großflächig stattfinden, zwischen den Erdteilen zum Beispiel, also jetzt im globalen Schnitt, in der globalen Perspektive gesprochen, sondern sehr, sehr, sehr viel findet die einfach statt, auch innerhalb der Region, meistens sogar innerhalb der eigenen Länder. Das sind die Migrationsbewegungen, die sozusagen den globalen Durchschnitt ausmachen. Häufig ist es auch so, wir denken ja auch immer gerade im Kontext von Entwicklungsländern, Urbanisierung, dass es sich hier sozusagen immer um permanente Migration handelt, Landflucht, also ganze Familien verlassen ihre Dörfer und ziehen in die Städte und bleiben für immer da. Das ist aber im Prinzip auch nicht das, was wir wirklich vorfinden. Viel häufiger finden wir so etwas vor, was wir zirkuläre Migration nennen. Also Migration, wo einzelne Familienmitglieder, Haushaltsmitglieder für eine gewisse Zeit zum Beispiel aus ländlichen Gebieten in die Städte gehen, dort zum Beispiel im informellen Sektor arbeiten und dann auch wieder zurückkehren in ihre Familien und vielleicht nochmal woanders hingehen.
Ja, also wir haben es hier mit einer sehr, sehr großen Flexibilität auch zu tun in der internationalen Migration, die weit über solche Begrifflichkeiten wie Landflucht und dergleichen dann auch hinausgeht. Urbanisierung ist auch so ein Stichwort, die wird gar nicht so sehr durch die Migration aus den ländlichen Gebieten, wenn wir jetzt an den globalen Süden denken, angeheizt. Da ist mittlerweile das natürliche Bevölkerungswachstum in den Städten ein viel, viel stärkerer Treiber dieser städtischen Bevölkerungs, des städtischen Bevölkerungsanstiegs. Das Gleiche gilt auch für den Teilbereich Flucht und Vertreibung, Gewaltmigration. Auch hier ist es so, dass ein Großteil der Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, wir reden ja mittlerweile von etwa 18 Millionen laut UN-Flüchtlingshilfswerk, diese Menschen kommen nicht nur aus den Ländern des globalen Südens, ganz, ganz, ganz überwiegend, sondern sie bleiben auch dort. Die meisten von ihnen sogar als sogenannte IDPs, als Internal Displaced Persons, also Menschen, die bei ihrer Flucht noch nicht mal mehr eine Landesgrenze überschreiten. Ja? Auch das ist vor allem eine Angelegenheit sozusagen des globalen Südens. Oh, die Präsentation ist schon wieder weitergesprungen. Ja, was wir hier sehen, ist einfach nochmal, um auch zu untermauern, diesen Süd-Süd-Trend. Wenn wir uns anschauen, in absoluten Zahlen, bereitgestellt von der UN, welche Länder sind eigentlich die großen Einwanderungsländer? Also welche Länder haben besonders viele Migrierende in absoluten Zahlen als Anteil an ihren Gesamtbevölkerungen? Auf Platz 1 nach wie vor als das klassische Einwanderungsland die USA. Aber da sehen wir schon auf Platz 2 Saudi-Arabien, auf Platz 3 Deutschland, ja. Lange Zeit hieß es ja, Deutschland ist kein Einwanderungsland, das ist kaum belegbar. Noch wiederum aber interessanter, Platz 4 Russland, also sehr viel Migration auch hier aus den anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Und es tauchen auch andere Länder des globalen Südens auf, oder die so eine Zwischenposition haben, wie vor allem auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Also auch hier sehen wir so, das ist eine Top 10, die lange halt wirklich nur von den OECD-Ländern angeführt worden ist. Und hier haben sich mittlerweile halt auch vor allem die Staaten des Persischen Golfes dann rangeschlichen. Und es zeigt auch, dass sie als Einwanderungsziele durchaus an Bedeutung gewonnen haben in den letzten 15 bis 20 Jahren. Noch deutlicher wird der Süd-Süd-Trend, wenn wir uns anschauen, welche Länder eigentlich einen Großteil der internationalen Migrierenden stellen. Das sind nämlich durch die Bank weg fast alles bevölkerungsgleiche Länder, Schwellenländer des globalen Südens, also Indien, Mexiko, Russland, na gut, Russland, globaler Süden ist ein Spezialfall, aber es ist, gehört zur postsozialistischen Welt, also es ist auch so ein Ding irgendwo dazwischen, genau so ähnlich wie China, aber dann auch Bangladesch, Syrien natürlich ganz klar, dahinter steckt natürlich die syrische Tragödie, auch gerade die syrische Flüchtlingstragödie. Also wir sehen auch hier durch die Bank weg, mit Ausnahme Großbritanniens auf Platz 10, das ist aber kein Brexit-Effekt, die waren vorher halt auch immer sehr stark vertreten in dieser Top 10, sind die Länder, die vor allem das Großteil der globalen Migrierenden stellen, Länder des globalen Südens. So, letzte Grafik dazu. Hier wird verdeutlicht grafisch die Größenordnung der jeweiligen Migrationsbewegungen. Also die Dicke der Pfeile deutet an, wie groß eine Migrationsbewegung ist. Und wir sehen, dass die Pfeile, die sich innerhalb der verschiedenen Erdteile da drehen, also die andeuten, da findet Migration innerhalb des Erdteils statt, sind durch die Bank weg deutlich größer als die Pfeile, die jetzt zwischen den Erdteilen hin und her gehen. Gerade bei Afrika ist es natürlich sehr interessant, weil Afrika ist ja aus der europäischen Perspektive die Region, wo wir am meisten fürchten, dass da die große Massenwanderung dann demnächst wieder einsetzt. Eine Ausnahme gibt es, und das ist der Migrationskorridor Lateinamerika, Nordamerika, der ist stärker als die Migration, die innerhalb von Lateinamerika vonstatten geht. Alle anderen Migrationskorridore, beziehungsweise alle anderen Regionen, da ist es so, dass einfach die intrakontinentale und vor allem auch die interregionale Migration deutlich, deutlich stärker ausgeprägt ist, als das, was an Migration sozusagen über die Kontinentgrenzen hinweg geht. Ja,
Migrationsgründe, jetzt mal allgemein gesprochen, Klimawandel noch mal ganz kurz außen vor. Migrationsforschung gibt es bereits seit dem späten 19. Jahrhundert. Interessanterweise spielten ökologische Faktoren hier kaum eine Rolle. Ja, das tauchte also erst eigentlich wirklich in den 1980er, 1990er Jahren auf. Trotzdem also eine Vielzahl von Theorien, eine Vielzahl von auch von Disziplinen, die sich an dieser Migrationsforschung und der Migrationsdebatte beteiligt haben und auch versucht haben, die Frage zu klären, warum migrieren Menschen jetzt eigentlich? Und natürlich kann man diese 130, beinahe 140 Jahre an Migrationsforschung schlecht jetzt in einem Satz zusammenfassen. Ich mache es vielleicht mal trotzdem. Und das ist der Satz, es gibt schlichtweg nicht diese eine Ursache für Migration. Jeder, der irgendwas behauptet, es ist ja vor allem die Armut, es ist vor allem dies, das und jenes, der betreibt einfach eine unzulässige Reduktion von Komplexität. Weil Migration ist schlichtweg das Resultat eines ganz, ganz komplexen Entscheidungsprozesses, der sich zusammensetzt aus sozialen, politischen, demografischen, wirtschaftlichen und auch kulturellen Faktoren, die eben auf diesen Entscheidungsprozess gemeinhin einwirken. Auch ist es so, dass der Entscheidungsprozess nicht nur beim Individuum liegt, sondern oftmals eben auch beeinflusst wird durch den Haushalt, die Familie, vielleicht sogar von einer Dorfgemeinschaft. Das heißt, auch diese gängigen Erklärungsmuster, die uns immer wieder so entgegenspringen, Fluchtursache oder Migrationsursache, Bevölkerungswachstum oder Armut, sind oder sie halten einfach der empirischen Überprüfung schlichtweg nicht stand. Armut zum Beispiel ist eigentlich eher ein Faktor, keine Angst, ich erkläre diese Grafik jetzt nicht, die zeigt eigentlich den Zusammenhang zwischen Armut, zwischen sozioökonomischer Entwicklung und Migration. Hier ist es so, dass bis zu einem gewissen Grad Armut eigentlich viel mehr, vor allem internationale Mobilität, unterbindet, als dass er diese befördern würde. Weil im Prinzip ist es ja auch ganz einfach. Was brauche ich, um von A nach B zu kommen? Ich brauche Ressourcen, ich brauche Geld, ich brauche soziale Kontakte, die mir dann an Punkt B auch weiterhelfen. Und arme Bevölkerung verfügen normalerweise eben nicht über diese Ressourcen, die mir dann eben dabei helfen würden, von A nach B zu kommen. Also das heißt, es wird sehr viel in den politischen Raum geschmissen an Narrativen, Fluchtursache Armut und Fluchtursache dies und das und jenes. In der empirischen Betrachtung muss man sagen, es ist leider auch insgesamt, und da reden wir jetzt noch gar nicht über Klimawandel, deutlich komplexer. Ja, und gerade auch bei der aus europäischer Sicht irregulären Migration, zum Beispiel aus Subsahara-Afrika, muss man auch feststellen, Stichwort Komplexität, dass sich hier klassische Migrationsmotive, wie eben die Suche nach einer besseren wirtschaftlichen Perspektive für sich selber, für die eigene Familie, dass das sich sehr häufig auch vermischt mit tatsächlichen Fluchtursachen, wie eben Konflikten, wie eben repressiven Regimen. Nicht umsonst spricht man hier sehr häufig auch von Mixed Migration, etwas holprig auf Deutsch übersetzt, gemischte Wanderung. Das ist meistens damit gemeint, also dass man diese Trennschärfe nicht so wirklich reinbekommt bei vielen dieser Migrationsprozesse, weil einfach da ein multifaktorielles Etwas da im Hintergrund wabert. Natürlich kann man bei den Fluchtursachen unterscheiden zwischen strukturellen und unmittelbaren Fluchtursachen. Strukturelle sind, wie schon gesagt, fragile Staatlichkeit, repressive Regime. Unmittelbare wären zum Beispiel dann auch Naturkatastrophen, also die unmittelbar einen Fluchtprozess auslösen können. Generell gilt bei diesem enormen Anstieg der weltweiten Zahlen an Geflüchteten, dahinter steckt vor allem auch eine zunehmende Intensität, nicht nur eine Zunahme der Anzahl an Konflikten, aber eine zunehmende Intensität der Konflikte, die es weltweit gibt. Leider muss man sagen, also zunehmende Brutalität von Konflikten wie dem in Syrien, aber auch zum Beispiel dem in der Zentralafrikanischen Republik, in Südsudan und. Das ist eigentlich der Haupttreiber für diesen enormen Anstieg, den wir innerhalb der letzten 10 Jahre gesehen haben. Wie gesagt, mittlerweile 80 Millionen Menschen, deutlich über der Marke des Zweiten Weltkriegs. Man muss natürlich immer ein bisschen in Relation sehen mit der Gesamtweltbevölkerung, aber das ist natürlich schon dramatisch.
Abschließend zu diesem allgemeinen Migrationsteil. Wir neigen ja natürlich dann auch in diesen ganzen Narrativen, die da in der Öffentlichkeit, im politischen Diskurs so darum wabern, dazu, Migration zunehmend und insgesamt, also inklusive Flucht und Migration, negativ zu betrachten. Dabei darf man nicht außer Acht lassen, dass Migration ein ganz, ganz enormer globaler Wirtschaftsfaktor ist. Also hier sehen wir, ich weiß auch nicht, worum es mal weitergeht. Also hier sehen wir eine Grafik der Weltbank, die zeigt die Entwicklung der sogenannten Remittances, also der Geldsendung von Migrierenden zurück in ärmere Länder, in Schwellenländer, in Entwicklungsländer, insgesamt aggregiert. Im Vergleich dazu, also das ist diese rote Linie, im Vergleich dazu die Entwicklung der Gesamtleistungen, die von den reicheren Ländern gezahlt werden an Entwicklungshilfe, ODA, Official Development Aid, und auch im Vergleich zu den Foreign Direct Investments, also den ausländischen Direktinvestitionen, die ebenfalls in diese Länder fließen. Und da sehen wir mittlerweile, dass diese Rücküberweisungen schon lange die Entwicklungshilfe in den 1990er Jahren überholt haben und mittlerweile auch deutlich diese ausländischen Direktinvestitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern überholt haben. Und dazu muss man sagen, die tatsächlichen Zahlen dieser Rücküberweisungen sind noch viel, viel höher, weil hier eben auch viel über informelle Kanäle läuft. Das ist nur das, was sozusagen der Weltbank berichtet wird, von Banken, von Western Union und Co. Also das wirkliche Ausmaß und die wirklichen Wirkungen, die auch dahinter stecken, ja, das Geld wird ja auch ausgegeben für Gesundheitsausgaben, also im Endeffekt für menschliche Entwicklung, das ist schon enorm. Und das dürfen wir auch im Kontext Klimawandel nicht außer Acht lassen. So, jetzt aber Klimawandel. Ich weiß ja, dass in der ersten Veranstaltung dieser Reihe hier ja auch schon geredet wurde über die naturwissenschaftlichen Grundlagen und die tatsächlichen Auswirkungen des Klimawandels weltweit. Da ich auch kein Naturwissenschaftler bin, versuche ich es mal doch schnell abzuhandeln. Also wir sehen ganz einfach als Folgen der globalen Erwärmung eine stetig steigende Wahrscheinlichkeit sowohl des Auftretens als auch der zunehmenden Intensität von Naturkatastrophen wie Flutereignis, von Wirbelstürmen. Wir sehen aber auch eine Zunahme dieser schleichenden Prozesse ökologischen Wandels, wie eben zum Beispiel auch sich verändernde Niederschlagscharakteristika. Das hört sich wenig dramatisch an, aber das ist im Zweifelsfall auch mit enormen Einbußen etwa für die Landwirtschaft, die Produktion verbunden. Also rundum, der Klimawandel, wie äußert er sich für die Menschen insgesamt, kann man sagen, durch eine zunehmende Bedrohung der menschlichen Sicherheit, also unmittelbar, direkt, einfach durch die steigende Gefahr, dass man bei Naturkatastrophen Schaden an Leib und Leben erleidet, aber auch schleichend indirekt durch die wirtschaftlichen Auswirkungen, vor allem im Bereich der Landwirtschaft oder im Bereich der Viehzucht und. Ja, und das ist natürlich jetzt auch ein Bereich, wo dann auch migrationsbezogene Fragestellungen zum Tragen kommen. Ganz kurz, was ist die Wissensgrundlage für den folgenden Teil, wo ich mal versuche, ganz kompakt die Erkenntnisse der Forschung wiederzuspiegeln. Also lange gab es nur Einzelfallstudien zu diesem Zusammenhang ökologischer Wandel oder auch Klimawandel und Migration. Die Situation hat sich aber gerade innerhalb der letzten gut 10 Jahre, 15 Jahre deutlich gebessert. Es gab eine ganze Reihe von Projekten, die in verschiedenen Regionen mit der gleichen Methodologie sich angeschaut hat, ja, wie verhalten sich Menschen jetzt sozusagen in ihrem Mobilitätsverhalten aufgrund auch ökologischen Wandels, bestimmt 3, 4, 5, mittlerweile 6, 7, 8 größere Projekte, die sich das eben genau anschauen und uns durchaus auch erlauben, ja, so eine gewisse Conclusio daraus abzuleiten. So, was wissen wir denn jetzt? Man muss sagen, dass selbst in den Erdregionen, in den Ländern, die jetzt auch schon heute sehr stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, zum Beispiel das Horn von Afrika, schon immer eine dürre Region, aber der Klimawandel macht auch hier noch sehr vieles schlimmer.
Bangladesch seit jeher auch bedroht von Flutereignissen, jetzt umso mehr durch den Anstieg des Meeresspiegels. Die pazifischen Inselstaaten, die sozusagen teilweise gänzlich in ihrer Existenz bedroht sind. Ja, also selbst in diesen Regionen kann man sagen, sind ökologische Faktoren, wenn wir bei Migrationsentscheidungen sind, meistens auch nur Teil einer komplexen sozialen, politischen und ökonomischen Gemengelage. Das heißt, man kann nicht eindeutig sagen, dass die Menschen nun aufgrund des Klimawandels migrieren oder migrieren müssen. Die Dominanz von Umweltfaktoren ist also oftmals auch in diesen sehr, ja, wir sagen, vulnerablen Kontexten nur schwer messbar. Das heißt auch, dass das Finden von einheitlichen oder allgemein akzeptierten Definitionen von diesen Begrifflichkeiten, die jetzt schon überall rumschwirren, Klimaflüchtling, Klimamigrant, das sind Definitionen, das sind Begrifflichkeiten, wo wir noch keine Definition dafür haben. Keine juristische, keine wissenschaftliche. Und ich wage auch zu behaupten, dass es sehr schwierig sein wird, hier allgemein gültige und allgemein akzeptierte Definitionen zu finden. Einfach, weil wir in vielen, vielen Fällen nur schwer sagen können, jawohl, da war es der Klimawandel, also da haben wir diese eindeutige Attribution. Das war der Klimawandel, der führt dazu, dass jemand seine Heimat verlassen hat oder verlassen musste. Das heißt auch, kursierende Zahlen, Prognosen, 200 Millionen Klimaflüchtlinge bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts sind mit äußerster Vorsicht zu genießen. Diese 200 Millionen stammen aus dem Jahr 1995 von einem Biodiversitätsforscher namens Norman Myers, ganz toller Wissenschaftler, mittlerweile verstorben. Der war aber niemals Migrationsexperte. Und die Methodik, die er dafür diese 200 Millionen Prognose da angewandt hat, ist aus heutiger Sicht, weiß Gott, nicht mehr tragbar. Und auch andere Zahlen, die jetzt immer wieder auftauchen, auch nochmal 200 Millionen, sagt eine Weltbankstudie, das war vor ein paar Wochen, das ist eine Zahl, die stammt aus einem Szenario, aus einer Szenarienentwicklung. Es ist keine Prognose. Das riesige Problem ist ganz einfach, dass wir aufgrund auch dieser, ja, aus diesem Fehlen an Definitionen, aus der Schwierigkeit, Definitionen zu erstellen, auch keine wirklichen Prognosen ableiten können. Aber das heißt jetzt nicht, naja, alles ist komplex, der Klimawandel spielt da irgendwo eine Rolle, ja, aber ist es doch irgendwie alles nur halb so wild, weil andere Faktoren spielen auch noch eine Rolle. Sicher ist, dass in einigen Regionen auch schon in den nächsten Jahren und erst recht, wenn wir weiter in die Zukunft blicken, Menschen einfach weggehen müssen. Das sind jetzt gerade die Regionen, die ich schon genannt habe, pazifische Inselstaaten, Delta-Städte, also generell niedrig gelegene Städte, in vielen, vielen Weltregionen, also da werden wir auf jeden Fall ein massives Problem bekommen hinsichtlich Flucht, Migration. Die Staaten, die betroffenen Regionen müssen sich auf jeden Fall Gedanken machen, auch über das Thema Umsiedlung zum Beispiel. Naja, aber es geht noch weiter. Also Migration als Reaktion auf Umweltwandel, also Migration, die stattfindet, ist etwas, das trifft vor allem arme Bevölkerungsgruppen im globalen Süden. Das heißt, wenn wir von Migration im Kontext des Klimawandels reden, und Sie merken schon, ich drücke mich da vorsichtig aus, dann reden wir vor allem von kleinbäuerlichen Haushalten, wir reden von Pastoralisten, also sprich Viehnomaden, wir reden von städtischen Armen. Also die armen Bevölkerungsgruppen im globalen Süden sind diejenigen, an die wir denken müssen, wenn es um Migration im Kontext des Klimawandels geht. Für sie kann diese Migration also durchweg auch eine Anpassungsstrategie sein. Das ist eine ganz große Frage, die wir in diesem Kontext der Forschung zum Klima-Mobilitätsnexus in den letzten Jahren massiv diskutiert haben. Kann das auch eine Anpassungsstrategie sein? Ja, kann es, weil es ist sehr häufig Migration, die zirkulär stattfindet. Das habe ich ja eben schon gesagt, es ist eine Migration, wo nicht ganze Familien sich jetzt irgendwie auf den Weg machen, sondern einzelne Haushaltsmitglieder gehen für eine gewisse Zeit woanders hin. Wenn alles gut läuft, verdienen sie da ihr Geld, kehren mit dem Geld zurück oder schicken es schon vorher. Und dieses Geld kann auch dazu genutzt werden, um natürlich durch den Klimawandel erlittene Schäden und Verluste zu kompensieren. Aber das ist jetzt natürlich auch nur der Idealfall. Also sehr häufig gelingt es eben nicht, weil Migrierende weltweit leben nun mal zumeist unter sehr
schwierigen rechtlichen, sozialen, ökonomischen Bedingungen und es ist eben nicht so leicht. Und diese Zirkularität, das betrifft also nicht nur jetzt den Bereich Arbeitsmigration, wenn es zu Arbeitsmigration im Kontext des Klimawandels kommt, sondern eigentlich auch den Bereich Flucht und Vertreibung. Das IDMC, das ist das Internal Displacement Monitoring Center, die jedes Jahr Zahlen erheben hinsichtlich der landesinternen Vertreibung von Menschen, gehen davon aus, dass im Jahr 2020 30 Millionen Menschen durch Naturkatastrophen, ob jetzt Klimawandel induziert oder nicht, aber durch Naturkatastrophen vertrieben worden sind. Aber auch hier ist es so, dass viele Menschen nach einer gewissen Zeit dann auch wieder an ihre Heimstätten zurückkehren. Manchmal auch zurückkehren müssen, weil sie keine Alternative haben. Das heißt, auch bei Flucht und Vertreibung in diesem Kontext müssen wir dann denken, es ist noch nicht so, dass es permanent ist, sondern es geht auch viel wieder zurück und hin und her. Aber alles auch unter sehr schwierigen, marginalen Bedingungen. Also da müssen wir uns dann auch nichts vormachen. Eine andere sehr wichtige Erkenntnis aus der Forschung ist auch die, dass wir nicht nur immer an Mobilität denken sollten, sondern häufiger auch an Immobilität. Weil eine vielleicht viel schlimmere Folge des Klimawandels ist eben vielleicht diese erzwungene Immobilität. In der Literatur redet man teilweise auch von sogenannten Trapped Populations, also gefangenen Bevölkerungsgruppen. Das sind Menschen, die sind so arm, dass sie noch nicht mehr die Ressourcen haben, um überhaupt irgendwo hin migrieren zu können. Ja, und das sind dann auch diejenigen, die am schlimmsten von den Folgen der globalen Erwärmung, von der Klimakrise dann auch getroffen sind und getroffen sein werden. Manchmal ist es auch so, dass ihnen der Klimawandel sozusagen auch die letzten dieser Ressourcen dann auch beraubt. Also zum Beispiel im Falle von Pastoralisten, deren Vieh dürrebedingt verendet und dann sozusagen festgesetzt werden. Das ist auch ein riesiges Problem, das wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Problematisch ist auch nicht nur der Wegzug aus ökologisch vulnerablen Gebieten, sondern, ich habe ja gesagt, in den nächsten Jahrzehnten kommt ja auch viele Küstenstädte, auf Deltastädte ja auch einiges zu. Also das heißt, das Problem ist jetzt auch gerade das, was heute an Zuzug in dieser Region stattfindet, weil da werden wir sehr häufig dann auch Situationen haben, die man etwas lapidar beschreiben könnte vom Regen in die Traufe, weil auch hier Überflutungen und Versalzung von küstennahen Grundwasserressourcen natürlich dann massiv zunehmen werden. Ja, die politischen Herausforderungen, ich würde es mal so zusammenfassen. Ideal wäre natürlich ein Dreiklang, also aus einer Verhinderung von Zwangsmigration, dann eine Migrationsgovernance, also das Schaffen von Rahmenbedingungen, die es Migrierenden erleichtert, sozusagen positive Aspekte wie eben Rücküberweisungen zu tätigen und negative Aspekte wie Arbeitsausbeutung und so weiter zu minimieren. Also einfach eine Haltung von Regierenden, von politisch Verantwortlichen, die Migration ein Stück weit eben zulässt, statt sie nur zu verhindern und Migration eben halt dann auch versucht, entsprechende Rahmenbedingungen zu geben. Und da reden wir jetzt vor allem auch vom globalen Süden, also nicht von der großen globalen Migration, sondern auch gerade im Kontext von intraregionaler Migration, teilweise auch von landesinterner Migration, weil das ist die Migration, die in diesem Kontext Klimawandel heute schon eine große Rolle spielt. Und ich gehe mal auch so weit und würde sagen, auch in den nächsten Jahren, vielleicht sogar wenigen Jahrzehnten, vor allem eine Rolle spielt. Also dieses Narrativ des Klimaflüchtlings, der schon bald vor den Toren Europas steht, also das sehen die Expertinnen und Experten, die dazu arbeiten, ich glaube, durch die Bank weg, doch recht skeptisch. Es wird vor allem eine Sache sein, die den globalen Süden betrifft. Also das Dritte in diesem Dreiklang wäre dann auch nochmal ein deutlich besserer Schutz, gerade auch für die Migrierenden und vor allem auch für die Geflüchteten, weil hier versagen ja auch gerade die großen Geberländer internationaler Organisationen, permanente Strukturen zu schaffen, was immer wieder zu Problemen, gerade bei der Unterstützung von Geflüchteten führt, die jetzt geflüchtet sind in Kontexten, die wir jetzt vielleicht im globalen Norden nicht mehr so sehr auf dem Schirm haben, etwa bei innerafrikanischen Konflikten zum Beispiel. Tja, die rechtlichen Aussichten, da sage ich jetzt nichts dazu, das habe ich gesagt, das überlasse ich dann
der Diskussion, die da gleich noch folgt. Bei den politischen Aussichten global würde ich sagen, ja, das Thema findet mittlerweile, also das Thema Klimawandel und Migration findet durchaus Erwähnung. Es wird diskutiert in den relevanten Foren, auch bei den UN-Klimaverhandlungen im Rahmen des UN-Klimasekretariats. Aber insgesamt tun sich Entscheidungsträger sowohl im globalen Norden als auch im globalen Süden noch sehr schwer mit diesem Thema. Weil viele haben natürlich die Haltung, ja, wir wollen Migration unterbinden, wir wollen ja dafür sorgen, mit Klimaschutz und anderen Maßnahmen, dass die Menschen da bleiben, wo sie jetzt sind. Nur, wenn das eben nicht mehr der Fall ist, dann muss man sich was anderes überlegen. Und damit tun sich eben viele politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger nach wie vor sehr schwer. Es wird also noch ein mühsamer Prozess werden. Hier scheint mir es auch so zu sein, dass bevor wir die auf die große globale Lösung hoffen, wir vielleicht doch eher zusehen, dass man innerhalb der Region durch entsprechende regionale Konventionen, durch die regionalen Organisationen wie etwa ECOWAS in Westafrika, Mercosur in Südamerika und, dass man eher versucht, auf dieser Ebene, auf der regionalen Ebene erstmal Lösungen zu finden. Weil ich persönlich und ich glaube auch viele andere, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, halten diesen globalen großen Wurf. Jetzt sage ich doch mal was zum Rechtlichen. Also man könnte die Genfer Flüchtlingskonvention dann nochmal neu diskutieren und da den Faktor Klima, Umweltwandel mit einbinden und, oder eine eigene Rechtskonvention für Klimaflüchtlinge schaffen. Sehe ich aus den erwähnten Gründen daraus doch sehr skeptisch. Da ist, glaube ich, eher kleinere Lösungen auf regionaler Ebene, die erscheinen mir dann doch vielversprechender. So, ich verzichte jetzt einfach mal, da die Zeit ja doch schon auch ein bisschen fortgeschritten ist, nochmal auf die Zusammenfassung und den Ausblick und sage ganz einfach nur vielen Dank und freue mich dann auf das weitere Geschehen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben wir so viel Interessantes gehört. Vielen Dank, Herr Schraven, für Ihren wirklich hochinteressanten Vortrag. Und Sie haben uns die Komplexität des Themas noch einmal sehr vor Augen geführt, sodass ich jetzt anknüpfen möchte mit ein paar rechtlichen Ergänzungen, auch wenn Sie da schon begonnen haben. Stichwort Klimaflüchtlinge, Umweltflüchtlinge. Sie sagten, oh, die Definition, die ist doch sehr schwer, aber ich darf Sie beruhigen, es wird diskutiert, schon sehr lange in der internationalen Rechtswelt, sage ich einmal, und dort wird angeknüpft natürlich zunächst einmal an die Genfer Flüchtlingskonvention, denn das ist ja das Instrumentarium, das sich mit Flüchtlingen befasst und die Staaten dann auch weltweit in die Verantwortung nimmt, wenn Flüchtlinge vor der Tür stehen, spätestens dann. Ja, also die Frage, können wir vielleicht mit Hilfe der Genfer Flüchtlingskonvention den Menschen, die infolge von Klimawandel folgen, die ihnen dann, wenn wir ehrlich sind, die Lebensgrundlage in ihren Heimatländern streitig machen und sie so gefährden, dass sie sich lieber auf den Weg machen in einen anderen Teil dieser Welt, als weiterhin zu Hause zu verharren und darauf zu warten, dass sie dann irgendwann überhaupt nichts mehr vorfinden und dann einfach versterben. Also das machen die wenigsten, wenn die Dinge so dramatisch werden, und sie werden so dramatisch, auch das haben sie deutlich gemacht, denn der Klimawandel führt ja dazu, also Klimawandel, die Erhöhung der Erderwärmung, die dann dazu führt, dass vor allen Dingen im Süden dieser Welt dann die Wasserressourcen versiegen, dass keine Landwirtschaft mehr betrieben werden kann. Es kann nichts mehr angebaut werden. Man hat auch kein Futter für Vieh, also hat man auch irgendwann kein Vieh mehr und so weiter. Und so, dass dann deutlich wird, die Lebensgrundlagen bieten keine Perspektive. Es muss etwas geschehen, weil man ja nur ein Leben hat als Mensch. Und dann
überlegt man, wo könnte man vielleicht besser leben als in der eigenen Heimat. Das ist ja der Hintergrund. So, also Klima, Flüchtlinge, diesen Begriff gibt es. Vorher wurde diskutiert über Umweltflüchtlinge. Nun, also diese Begriffe, die können wir, glaube ich, heute auch synonym gebrauchen. Daneben tauchte dann immer der Begriff der Wirtschaftsflüchtlinge auf, weil wenn man diesen Begriff benutzt, dann in den Vordergrund rückt, dass die Menschen irgendwo hinstreben, wo die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen besser sind für sie, sie sich besser entwickeln können. Also je nachdem, wie man guckt. Okay, aber das mit dem Klimawandel, mit den Problemen, die damit verbunden sind, ist inzwischen in den Fokus gerückt, sodass sich die Frage stellt, finden wir vielleicht auch für diese Gruppen Menschen einen Anknüpfungspunkt in der Genfer Flüchtlingskonvention? Denn dort ist die Rede von Flucht in Anknüpfung an bestimmte Merkmale, die Sie auch kennen, auch aus dem Kontext des Grundgesetzes. Also die Rede ist von Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe und politische Überzeugung. So, und da sehen Sie, das ist ein enges Feld, das hier beschrieben wird, aber es gibt doch einen Begriff, der vielleicht als Anknüpfungspunkt dienen kann, um hier durch juristische Interpretation, wodurch sonst. Ja, das ist ja der Witz an der Juristerei. Also wenn alles so schön geregelt wäre, dann bräuchte man Sie und mich nicht. Das wäre doch traurig. Also stürzen wir uns gleich auf diesen Begriff, die soziale Gruppe. Könnte sich dieser Begriff anbieten für eine Interpretation, welche dann auch geöffnet wird für diese Klimaflüchtlinge, Umweltflüchtlinge, die eben infolge veränderter Umweltbedingungen sich auf den Weg machen. So dass man vielleicht schaut, dies sind Menschen, die durch ihren eigenen Heimatstaat nicht geschützt werden können im Hinblick auf Hunger und so weiter und letztlich im Hinblick auf ihr Menschenrecht auf Leben, ja, um es dann einmal zu komprimieren. Aus meiner Sicht müssen wir diese Frage diskutieren und aus meiner Sicht können wir auch hier mithilfe dieses Merkmals zu zufriedenstellenden Lösungen gelangen. Ganz erfreulich in diesem Zusammenhang ist der Befund, dass auch auf der internationalen Ebene in verschiedenen Gremien, die sich entweder mit Flüchtlingen beschäftigen, also das Hochkommissariat für den Flüchtlingsschutz, das sind diese Gremien, und die Gremien, die sich mit Menschenrechten beschäftigen, also mit den UN-Menschenrechtspakten, dem Zivilpakt und dem Sozialpakt für die sozialen Menschenrechte, dass dort über diese Fragen diskutiert wird. Und dass der aktuelle Stand in den Menschenrechtsgremien der ist, dass inzwischen anerkannt wird, dass hier ein Asylgrund gesehen werden kann. Also Sie sehen, es geht um juristische Diskussion in diesen Gremien. Es werden dort Beschlüsse gefasst und dann werden sie weitergeleitet an die UN-Generalversammlung in der Hoffnung, dass auch sie sich einer solchen juristischen Interpretation anschließt, damit dann solche neuen Interpretationen zu einer Verrechtlichung führen, auch dann in den einzelnen Staaten der UN-Staatengemeinschaft. So, das ist das eine. Also hier, wir können durch Interpretation vorwärts gelangen. Dass dies einfach ist, das behaupte ich nicht und dass da viel diskutiert werden wird und auch viel umstritten ist, das ist so, aber das ist auch nichts Ungewöhnliches für die Rechtswissenschaft. Also das ist eigentlich der ganz normale juristische Diskurs. Schauen wir uns die Entwicklung an. Moment, genau, dann können wir auch etwas Interessantes erkennen jetzt im Zusammenhang mit der Diskussion über den Klimawandel, gerade auch vor dem Hintergrund der Klimakonferenz in Glasgow. Denn das Dokument, um das es geht, ist ja das Pariser Klimaabkommen aus dem Jahre 2015, ein völkerrechtlicher Vertrag.
In der Präambel finden wir eine Schutzverpflichtung der Staaten auch gegenüber Migrantinnen und Migranten und sonstigen verletzlichen Gruppen infolge des Klimawandels. Also das Problem hat dieser völkerrechtliche Vertrag schon im Blick, wenn auch nur in der Präambel, ja, da sind keine Verpflichtungen formuliert, aber für die Interpretation ist natürlich diese Präambel wiederum wichtig. Dann schauen wir uns die UN-Agenda 2030 an. Dort sind die Nachhaltigkeitsziele formuliert. Auch eine Resolution, also kein knackiges Völkerrecht, sondern Softlaw. Aber das Interessante an dieser Agenda ist, dass sie Bezug nimmt auf bestehende menschenrechtliche Abkommen. Ja, und diese Menschenrechte aufgreift, die ja normiert sind und die Signatarstaaten, auch Deutschland, verpflichtet. Es ist im Prinzip eine Umsetzungsstrategie, die wir dort finden, die aber auf der politischen Ebene von den Staaten international, vor allen Dingen auch von den Staaten der EU, sehr ernst genommen wird, auch von Deutschland. Das können wir erkennen. Und dort finden wir das Nachhaltigkeitsziel 10, Migration von Menschen, die sicher ausgestaltet sein muss, geordnet erfolgen soll, regulär, verantwortungsvoll erleichtert werden soll. Also gegenüber diesen Menschen, aus welchen Gründen sie auch immer migrieren, haben die Staaten schon eine Verantwortung. Ja, und in Ziel 13 dann natürlich die Bekämpfung des Klimawandels. Das ist ja das zentrale Thema. 2020 hat der UN-Menschenrechtsrat sich dazu geäußert und hat deutlich gemacht, dass die Klimakrise durchaus ein Asylgrund sein kann. Also ein Fluchtgrund, der dann auch anerkannt werden soll durch die Staatengemeinschaft. Das heißt, kein Land, so der Menschenrechtsrat, dürfe Flüchtlinge abweisen, die um Asyl nachsuchen aus diesem Grund, also weil sie vor dem Hintergrund der Klimakrise migriert sind und dann irgendwo vor der Tür stehen und anklopfen und sagen, Staat, ich suche um Asyl nach, bitte prüf, ob ich hier in diesem Staat sicher sein kann vor diesen Veränderungen und ob ich hier in diesem Staat Asyl bekommen kann. So, und zum Schluss nach meiner Recherche auch die UN-Menschenrechtsbeauftragte Michelle Bachelet hat sich dieser Ansicht angeschlossen. Sie sehen, die Diskussion erfolgt auf der internationalen Ebene in ganz verschiedenen Gremien, wo sie auch hineingehören. Denn die Verschränkung zwischen Menschenrechten und Umwelt wird inzwischen immer deutlicher. Das wurde schon deutlich 2010, als die UN-Generalversammlung das Menschenrecht auf Wasser und eine sanitäre Grundversorgung anerkannte. Eine Resolution, die für sich genommen auch nur Soft Law ist, nicht mehr. Aber natürlich müssen sich die Staaten, wenn sie dies öffentlich kundtun, auch daran festhalten lassen. Also diesen allgemeinen völkerrechtlichen Grundsatz gibt es auch. Aber abgesehen davon zeigt sich darin eine Überzeugung der internationalen Staatengemeinschaft, die inzwischen anerkannt wird und natürlich dann auch dazu führen muss, dass die Staaten sich entsprechend verhalten. Wir sehen eine ähnliche Entwicklung jetzt in Bezug auf das Menschenrecht auf eine saubere und gesunde Umwelt. Dieses Menschenrecht, über das auch lange schon diskutiert wurde, dieses Menschenrecht wurde jetzt vor kurzem, ich glaube es war der 4. Oktober, vom UN-Menschenrechtsrat anerkannt. Das heißt, die 47 Staaten, die in diesem Gremium sitzen, waren sich einig, dieses Menschenrecht gibt es, und zwar nicht als neues, das irgendwie vom Himmel gefallen ist, sondern hergeleitet aus dem UN-Sozialpakt und dem UN-Zivilpakt. Das heißt, es geht um echtes Völkerrecht, das aber in den Gremien, die dafür vorgesehen sind auf der UN-Ebene, entsprechend interpretiert wurden, sodass klar ist,
Dieses Menschenrecht ist sozusagen das Basismenschenrecht, denn ohne Lebensgrundlagen, die es ermöglichen, in einem bestimmten Staat tatsächlich auch das Leben lebensgerecht genießen zu können. Denn die Rede ist in diesen Dokumenten immer davon, dass Menschenrechte, dass die Menschen in den Genuss gelangen sollen, ihre Menschenrechte dann auch auszuleben, wahrzunehmen. Ja, also dass dieses Grundmenschenrecht anerkannt wird und damit auch der Schutz der Umwelt, der Umweltressourcen, damit eben auch die anderen Menschenrechte wirklich gewährleistet werden und in Anspruch genommen werden. Aber ganz ausdrücklich wird auch Bezug genommen auf das Menschenrecht auf Leben, also ohne Leben sind die Menschen bedauerlicherweise tot. Also sodass hier sozusagen der Casus Knactus liegt und genau darum geht es eben auch. Ja? Sodass aus meinem kleinen Input, denke ich, deutlich geworden ist, es geht um die Genfer Flüchtlingskonvention, ja, die ursprünglich für eine ganz andere Gruppen von Flüchtlingen entworfen wurde. Aber das heißt ja nicht, dass wir auf dem Stand von 1951 stehen bleiben. Das Recht ist nicht statisch, das wissen Sie, sondern Recht ist in die Zeit hinein offen und muss Lösungen finden für Probleme, die im Lauf der Zeit auftreten. Das ist das Reizvolle am Recht und deshalb bin ich auch ganz zuversichtlich, dass wir entgegen Ihrer Prognose im Bereich der internationalen Rechtswissenschaft hier auch zu Lösungen kommen, die menschenrechtskonform sind, sodass wir früher oder später eine Definition finden werden, auch für Klimaflüchtlinge und Umweltflüchtlinge, die wir dringend benötigen. Denn natürlich dürfen auch diese Menschen nicht einfach im Regen stehen gelassen werden. So, und wenn wir jetzt nochmal schauen hier auf Deutschland, dann ist das kein Plädoyer dafür, dass sich jetzt nun alle Menschen von allen Teilen dieser Welt aufmachen, um dann nach Deutschland zu kommen. Das überfordert diesen Staat, keine Frage. Aber dieser Staat, genauso wie alle anderen Staaten, die wir ausmachen können, als diejenigen, die für diesen Klimawandel mit den Folgen dann in anderen Ländern ausmachen können, also die Industriestaaten, die G20-Staaten, die sich im Vorfeld der Klimakonferenz getroffen haben und sich dann nicht wirklich einigen konnten auf effektive Maßnahmen. Gerade diese Staaten, denen kommt eine Präventionsverantwortung zu, abgeleitet aus ihrer Staatenverantwortung, auch für die Gewährleistung der Menschenrechte, nicht nur in ihrem eigenen Jurisdiktionsraum, also in der Bundesrepublik Deutschland, sondern sie sind auch verantwortlich dafür, dass durch Tätigkeiten, die vom deutschen Staat ausgehen, keine Menschenrechtsgefährdung oder gar Verletzung in anderen Staaten dieser Welt eintreten können. So, und da müssen Sie natürlich jetzt Maßnahmen ergreifen, vor allen Dingen solche, die der Erderwärmung entgegentreten. Aber Sie müssen auch Präventionsmaßnahmen treffen, um zu verhindern, dass sich die Lebensbedingungen in den Staaten, die eben von diesen Folgen so massiv betroffen sind, dass sich die Lebensbedingungen dort so drastisch verschlechtern, dass die Menschen dort nicht mehr leben können und auch keine Perspektive haben. Mit anderen Worten, es wäre gut, wenn die Bundesrepublik und auch die anderen Industriestaaten endlich auch ihre Zusagen einhalten würden, nämlich das Geld, das sie schon vor langer Zeit diesen besonders betroffenen Staaten in Aussicht gestellt hatten, auch endlich überweisen. Natürlich in die richtigen Kanäle. Aber es reicht nicht, Versprechungen zu machen, Milliarden in Aussicht zu stellen und dann aber nichts zu tun. Dann ist klar, dann verbessert sich überhaupt nichts. Dann kommen Sie auch Ihrer Schutzpflicht, Ihrer Präventivpflicht gegenüber den Menschenrechten der Menschen, die in anderen Staaten betroffen sind, nicht nach. Und das ist verheerend, denn dann tragen Sie zusätzlich dazu bei, dass diese Menschen sich auf den Weg machen, dorthin, wo die Menschen besser leben
Und das sind natürlich die Industriestaaten, das ist auch die Bundesrepublik, damit müssen wir dann rechnen. Ja, meine Damen und Herren, das war's von meiner Seite und jetzt hoffe ich auf eine interessante Diskussion. Vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank an unsere ExpertInnen. Ich darf Sie gleich, hier eine kurze Möbelumbauphase, aber dann darf ich Sie gleich bitten, gerne mich hier, mir hier Gesellschaft zu leisten. Wir wollen in die Diskussion, wie immer Sie das möchten. Die Mikros liegen auf Ihren Tischchen bereit und sind an, habe ich mir sagen lassen. Ja, vielen lieben Dank für diese gedankeninspirierenden Vorträge. Ich bin richtig froh, dass wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, miteinander zu sprechen. Und würde gleich bei Frau Professor Laskowski anklingen. Man hat gesehen, Sie scheinen sehr optimistisch zu sein, was den internationalen Rechtsdiskurs auch gerade im Hinblick auf die Genfer Flüchtlingskonvention anbelangt zu sein. 2015 ging kurz durch die Presse, dass Neuseeland den ersten Menschen einen Flüchtlingsstatus aufgrund klimabedingter Umweltveränderungen zugestanden hatte. Dies erwies sich dann aber als Fehlinformation. Vielmehr wurde aufgrund der individuellen Familiensituation ein Abschiebestopp verhängt. Woher Ihr Optimismus, wenn einzelne Staaten dieser Interpretation sich noch nicht angeschlossen haben oder diese Interpretation so noch nicht sehen, dass die Genfer Flüchtlingskonvention tatsächlich derart dynamisch ist, dass wir in einigen Jahren vielleicht Menschen, die aufgrund klimabedingter Umweltveränderungen sich auf den Weg machen, darunter fassen können? Jetzt hoffe ich, ich kann hier einfach hineinsprechen und Sie hören mich. Wir brauchen vernünftige Lösungen. Dafür brauchen wir einen vernünftigen Rechtsrahmen. Die Genfer Flüchtlingskonvention hat sich geeignet, um Flüchtlingsbewegungen rechtlich aufzufangen und einer vernünftigen Lösung zuzuführen. Also dieser völkerrechtliche Vertrag hat sich erst einmal bewährt. So, und nun stellt sich die Frage, wie sieht es aus mit einer neuen Gruppe von Flüchtlingen, die wir identifizieren können, die ursprünglich noch nicht im Blick waren, weil Umwelt einfach noch kein Thema war 1951. Da gab es andere Themen. Aber warum soll diese Konvention sich nicht eignen, auch für dieses neue Problem? Ja, denn wenn wir das ausblenden würden und von vornherein negieren würden, würde das bedeuten, ja, dann haben wir insoweit einen rechtsfreien Raum. Dann gibt es gar nichts. Ja, dann bleiben diese Menschen irgendwie ja, im Orbit hängen und niemand weiß, wie man damit umgehen soll. Das ist hochgradig unvernünftig und natürlich lässt es sich auch mit den Menschenrechten, denen sich ja alle Staaten verpflichtet fühlen, auch überhaupt nicht in Einklang bringen. Sie haben vorgeschlagen, einen eigenen neuen völkerrechtlichen Vertrag abzuschließen. Das ist natürlich auch großartig. Ja, also wenn sich die Staaten darauf einigen könnten, so gewissermaßen ein Protokoll zur Genfer Flüchtlingskonvention, eine Ergänzung, wäre super. Aber bevor das passiert, da vergehen Jahre. Ja, da wird noch mehr diskutiert, weil natürlich die Staaten auch egoistisch sind und sagen, um Gottes Willen, wenn wir das tun, dann kommen sie auf einmal alle und wir müssen alle schützen. Das müssen sie sowieso, wenn sie ihre eigenen Werte und Verpflichtungen ernst nehmen. Aber das ist schwierig. Ja? Und wie gesagt, bis ein solcher Vertrag geschlossen wird, das ist problematisch. Aber wir haben einen und aus meiner Sicht sollten wir versuchen, diesen Vertrag mithilfe dieser Formulierung, die ich angeboten habe, weiter zu interpretieren und zwar bezogen auf diese neuen Flüchtlingsgruppen, die ja existieren. Ja, es wird ja nicht besser dadurch, dass wir so tun, als gäbe es sie nicht. Also ein Appell an die Vernunft der Staaten und ihre menschenrechtlichen Verpflichtungen, habe ich da jetzt rausgehört. Herr Dr. Schraven, durch den Klimawandel, Sie haben es auch schon in Ihrem Vortrag skizziert, werden bereits bestehende Probleme
durchaus auch verschärft. Konflikte, Dürren, Nahrungsknappheit, aber auch Urbanisierung etc. Wir haben es auch im nationalen Kontext gesehen. Wir konnten im Ahrtal beobachten, dass Menschen mit Migrationshintergrund etwa oder armutsbedrohte Menschen schwerer Zugang zu Krisenhilfe bekamen. Also die Sozialspaltung wurde auch national durch den Klimawandel verschärft. Und dann haben Sie auch etwas pessimistisch, wenn ich das so bewerten darf, gesagt, das ist schwer zu greifen. Das ist, man weiß nicht, ist das jetzt auf den Klimawandel zurückzuführen oder wo genau ist da die Unterscheidung? Ich würde es trotzdem noch mal gerne versuchen. Wie kriegt man da eine Unterscheidung rein? Wie kriegt man vielleicht auch für uns JuristInnen, natürlich ganz wichtig, eine Handhabbarkeit rein, zu sagen, ah, Tatbestand plus, das ist Klimawandel, aus dem Grund darf der jetzt hier bei uns wohnen. Jetzt vielleicht noch mal eins vorweg. Also ich habe jetzt nicht dafür plädiert, eine eigene völkerrechtliche Konvention, sondern das war jetzt nur, was ich jetzt auch aus der Literatur, die ja teilweise auch schon älter als 10 Jahre ist, von Autoren wie Jane McAdam rausgenommen habe, als theoretische Möglichkeit, dass man das machen könnte, neben der Genfer Flüchtlingskonvention. Die Problematik haben Sie ja gerade schon genannt, das würde ja auch ewig dauern und ob es den betroffenen Menschen dann im Endeffekt helfen würde, aber vielleicht zu Ihrer Frage, wie kann man es greifen? Also ich bin ja also eher Empiriker als Theoretiker und erst recht kein Jurist. Aber ich habe durchaus, also ich habe durchaus auch mit Menschen gesprochen, mit Betroffenen, die in diesem Kontext migrieren, vor allem Arbeitsmigrantinnen, Migranten in Westafrika. Und habe auch mit Kollegen gesprochen. Ihr habt ja auch in Südostasien, in Südasien, im Pazifik, in Lateinamerika mit Leuten gesprochen, die jetzt schon sich auf den Weg machen. Und das Interessante ist, das sagt jetzt keiner, auch wenn ihnen dieses abstrakte Ding Klimawandel durchaus schon irgendwie bewusst ist, sagt jetzt keiner im ersten Satz zumindest, ja, das sind die Auswirkungen des Klimawandels, sondern sie fangen an und berichten, ja, also die Lebensumstände hier, die waren ja schon immer recht schlecht und so weiter, aufgrund von verschiedenen Faktoren. Und dann kommt irgendwann auch dann sowas wie, und der Regen bleibt ja immer häufiger aus und unser Dorf ist überflutet worden. Das hat die Sache nicht einfacher gemacht. Also da kommt der Klimawandel rein und wir sehen dann auch, dass der Klimawandel in den konkreten Migrationsformen, die es auch ohne den Klimawandel schon gab, Arbeitsmigration, aber teilweise auch bei Flucht und Vertreibung, dass der Klimawandel dazu führt, dass er diese Migrationsform teilweise verändert. Etwa bei Pastoralisten, die sind ja schon immer hin und her gezogen mit ihrem Vieh in der ganzen Sahelzone in Westafrika oder auch in Ostafrika bis runter in die tropischen Gebiete saisonal. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel auch, dass diese saisonale Migration immer großflächiger wird, damit das Vieh halt dann genug zu fressen findet, was dann auch wieder zu Konflikten führt. Also wir sehen, dass der Klimawandel jetzt in der empirischen Beobachtung jetzt keine Migrationsform sui generis hervorruft, sondern bestehende Migrationsformen verändert mit teilweise halt auch sehr negativen Implikationen, bei was Konflikte angeht, zum Beispiel in dem Fall zwischen Pastoralisten und Bauern, die in diesen Regionen dann halt leben. Ich hoffe, das hat jetzt die Frage, wie können wir diesen Tatbestand Klimawandel etwas greifbar machen? Ich mache einen Vorschlag vielleicht. Kann man, und jetzt komme ich als Jurist und mache Ihnen als jemanden, der sich damit schon jahrzehntelang beschäftigt, einen Vorschlag, aber ich habe ein bisschen was dazu gelesen und es scheint auch die Möglichkeit zu geben, plötzliche Katastrophenereignisse besser heranziehen zu können als schleichende etwa Dürreprozesse. Ist das vielleicht etwas, wo man sagen kann, ach, da kann ich es jetzt habhaar machen. Ja, wenn mein Dorf überschwemmt ist, ist es was anderes, als wenn so stetig der Regen ausbleibt. Ja, sicherlich. Ich meine, es gibt natürlich auch ganz definitiv Folgen des Klimawandels, die dann zu Flucht und
Migration führen, wo die Attribution sehr einfach ist. Also wenn einfach ein Territorium langsam verschwindet und jemand muss dann weg, dann ist diese Attribution natürlich denkbar einfach. Nur ich betrachte jetzt natürlich immer die ganze Bandbreite, inklusive halt dieser sich wandelnden Niederschlagscharakteristika, die, wie gesagt, das hört sich so harmlos an, aber es geht einher mit immer wieder kleinen Dürren während der eigentlichen Regenzeiten und dann auf der anderen Seite dann eben auch mit Starkregenereignissen, die dann im wahrsten Sinne des Wortes dann ganze Ernten zerhageln. Und hier ist es dann halt dann doch wieder sehr schwierig. Also in Einzelfällen sage ich Ihnen ja, bei plötzlich einsetzenden Naturkatastrophen oder bei einem Anstieg des Meeresspiegels ja, aber bei vielen anderen Folgen des Klimawandels wird diese Attribution einfach sehr, sehr, sehr schwierig bleiben. Und Frau Professor Laskowski, ist das vielleicht auch tatsächlich dann die Nummer eins Herausforderung, um das auch, also sehen Sie es mir nach, aber ich finde es dann halt auch schwierig als Jurist das einzuordnen, weil man nicht Tatbestand plus dahinter setzen kann. Ist das vielleicht die juristisch größte Herausforderung in dem Kontext? Das ist vielleicht eine, ist bestimmt eine. Allerdings, ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt. Ich habe mich vor dieser Veranstaltung mal mit Nigeria beschäftigt. Dazu hat die UN-Gesellschaft hier in Deutschland gerade ihr Heft darauf bezogen und hat sich Nigeria angeguckt. Und ich konnte dort entnehmen, also Nigeria habe ich mir deshalb angeguckt, weil die Gruppe derjenigen, die im Jahre 2019 hier in der Bundesrepublik Asyl gesucht hat, stark aus Nigeria stammt. Das war die fünftgrößte Gruppe. Also Nigeria taucht hier auf. So, und dann habe ich mir das Land angeguckt und was können wir da erkennen? Da können wir erkennen, dass die Prognosen, und wir haben ja Klimawandelfolgenprognosen. Das Potsdamer Institut beschäftigt sich schon lange damit. Wir haben Studien. Die Prognosen sagen, dass bis 2050 in Nigeria 30% des Landes verwüstet sein wird. Das heißt, Wüstenbildung ist ein Thema. Das heißt, es ist eine unglaubliche Trockenheit, die das Land befällt. Und 30% ist dann so trocken, dass dort keine Landwirtschaft mehr erfolgen kann. So, und da würde ich sagen, na, das ist doch ganz klar dann zurückzuführen auf die Klimaerwärmung, auf den Klimawandel, der ganz viele Klimawandelfolgen zeigt. Dazu gehört Starkregen, dazu gehören diese Dürrephasen, die immer stärker werden. Ja, also genau das, was Sie beschrieben haben, das kann man doch zuordnen. Deshalb hätte ich da jetzt gar nicht so ein großes Problem, auch eine Kausalverknüpfung erkennen zu können. Ja, so, und wenn wir uns jetzt mal Nigeria weiter angucken, das ist nämlich ganz interessant, dann können wir erkennen, aha, wir stellen fest, weil die Entwicklung so ist, also 30% knochentrocken, Wüste, dann fangen natürlich auch die Verteilungskämpfe an um die vorhandenen Ressourcen. Und eine wichtige Ressource dort ist eben der Boden, und zwar der, der noch bewirtschaftet werden kann. So, und dann finden wir noch andere Konflikte und wir erkennen die Gefahr, dass sie sich zuspitzen und dann auch zu militärischen Konflikten werden, kriegerischen Konflikten, die sind groß. Und dann haben wir auf einmal Kriegsflüchtlinge. Ja, also die Dinge, die sind komplex, genauso wie Sie es anfangs benannt haben. Und die entwickeln sich dann und bekommen eine ganz andere Dynamik. Und wenn wir jetzt weiter in Nigeria bleiben, dann können wir erkennen, dass diese verbrecherische Gruppe mit dem Namen Boko Haram die Menschen umbringt, aus vermeintlich religiösen Gründen, vor allem den Christinnen und Christen, weil sie sich selbst als islamisch bezeichnet. Also aus meiner Sicht, Religion ist hier nur vorgeschoben, aber ich glaube, das haben die meisten auch im Blick. Auf jeden Fall, diese Terrorgruppen, die benutzen dann die Bevölkerung, die zum Teil christlich ist, zum Teil muslimisch, um sie dann auch noch gegeneinander aufzubringen. So, und verstehen Sie, all diese Dinge, die führen dann zu immensen Konflikten und insgesamt führen sie auf jeden Fall dazu, dass die Menschen das Weite suchen, weil sie erkennen, hier können wir nicht mehr glücklich werden, hier können wir auch nicht mehr leben, hier ist nichts mehr. Und dann machen sie sich auf den Weg
und sie machen sich auch auf den Weg hierher zu uns, ja, weil sie gehören eben zu diesen Gruppen, sodass wir hier, wie gesagt, die Komplexität erkennen können, aber wir können doch auch auf jeden Fall sehen, dass der Klimawandel hier eine ganz wesentliche Ursache setzt. Deshalb wäre ich da jetzt gar nicht so, hätte ich da nicht so große Probleme. Herr Dr. Schraven, Sie möchten entgegnen. Ja, jetzt haben Sie auch ein paar Dinge in die Diskussion eingeführt, wie jetzt auch, das ist ja der Nexus Klimawandel und Konflikte. Das ist aber so ähnlich. Also ich meine, schauen Sie sich die Literatur an. Es gibt natürlich ganz klar die Tendenz, dass auch hier der Klimawandel bestehende gesellschaftliche, politische, soziale Konflikte verschärft. Aber andererseits finden wir auch in der Literatur Hinweise dazu, dass gerade bei Ressourcenkonflikten der Klimawandel die Menschen teilweise auch zwingt, wieder zusammenzuarbeiten. Also auch hier Vorsicht, mit Automatismen zu argumentieren, die gibt es nämlich nicht. Und gerade auch beim Thema Klimawandel und Mobilität, ich habe es ja gesagt, wenn wir uns diesen ganzen Nexus betrachten, diesen sogenannten Klimamobilitätsnexus, dann müssen wir uns auch die andere Seite anschauen. Und das viel größere Problem teilweise als Mobilität ist halt die Immobilität. Und das ist natürlich dann auch ein riesiges Problem, was jetzt auch für unsere politisch Agierenden, ich sage es mal jetzt ganz flapsig, nicht so sexy ist, weil es natürlich nicht so in so ein Bedrohungsnarrativ dann verwandeln lässt. Aber das ist vielleicht sogar ein viel größeres Problem als die Mobilität der Menschen, weil wir müssen einfach anerkennen, die Menschen, die nicht mehr migrieren können, die zwangsweise immobil sind, die leiden am meisten unter den Folgen des Klimawandels. Und vielleicht werden wir es auch, Gott bewahre, aber vielleicht haben wir es auch bald wieder zu tun mit in den nächsten Jahrzehnten mit diesen Schreckensbildern, die wir alle noch aus Äthiopien der 80er Jahre zum Beispiel kennen. Ich hoffe es nicht, aber es kann gut sein. Ich möchte vielleicht, den Dissens kann man ja auch ein bisschen stehen lassen, das ist ja auch immer ganz fruchtbar. Ich würde aber vielleicht trotzdem gerne auf einen Bereich kommen, wo vielleicht mehr Konsens besteht, und zwar in der Prävention. Und Sie haben gerade von immobilen Menschen gesprochen, die eben nicht weg können. Und Sie haben auch in Ihrem Vortrag über Umsiedlungen gesprochen. Im Kontext der Bekämpfung des Klimawandels wird nicht zuletzt von SchülerInnen und anderen jungen Menschen, die freitags auf die Straße gehen, eine vorausschauende Politik endlich gefordert. Die Politik solle nicht nur der Entwicklung hinterherlaufen, sondern sie aktiv gestalten. Und in diesem Kontext, im Kontext der klimabedingten Migration, wird oftmals eben von vorausschauenden Umsiedlungen gesprochen. Was hat es damit auf sich? Was wären die Vorteile? Was wären die Verantwortungen in diesem Bereich? Und wohin würden die Menschen denn eigentlich dann umgesiedelt werden? Ist auch nicht der Kernbereich meiner Kompetenz, aber es gibt ja durchaus Erfahrungen aus diesem Bereich des sogenannten Development-Induced Displacements, also wenn zum Beispiel Staudämme gebaut werden und Menschen dann umgesiedelt werden, dass man halt Lehren daraus zieht. Wie könnte es jetzt aussehen, wenn man Menschen halt jetzt aufgrund der zu erwartenden Klimafolgen dann umgesiedelt werden müssen? Auf welcher geografischen Skala bewegen wir uns? Da bewegen wir uns sicherlich erstmal, vielleicht mit wenigen Ausnahmefällen, pazifischen Inselstaaten. Da hängen ja noch ganz andere juristische Fragestellungen da zum Teilweise dran, wenn die in ihrer Existenz sozusagen bedroht sind. Aber in den allermeisten Fällen bewegen wir uns da im Bereich der landesinternen Umsiedlung. Das kann man schon so sagen, denke ich. Und worauf es ankommt, ist natürlich dann auch, wenn man guckt auf diese Erfahrung jetzt dieser Development-Induced Displacements, Resettlements, dass man eben den Menschen einen so gering wie möglich zu haltenden Schaden sozialer Art, ökonomischer Art und vor allem kultureller Art dann zufügt. Und auch kulturelle Art ist jetzt nicht zu vernachlässigen, weil es geht ja darum, man lässt ja sozusagen auch seine Verstorbenen zum Beispiel zurück. Also es ist ein ganz komplexes Thema. Alles ist komplex heute Abend. Aber ja, dafür sind wir da, Herr Dr. Spahn. Nicht so schön. Nein, aber da gibt es natürlich auch die Debatte, ob man jetzt basierend auf Safeguards der Weltbank da auch jetzt sozusagen Lösungen arbeiten kann, halt für diesen Kontext Klimawandel oder klimawandelinduzierte Resettlements, Umsiedlungen.
wie weit wir in der Debatte sind, vermag ich jetzt auch noch nicht so wirklich zu sagen. Aber auf jeden Fall, die Gesamterfahrung ist eben aus diesen Umsiedlungen, Kontext von Staudämmen und so weiter, weltweit betrachtet, sind nicht unbedingt so positiv. Okay, also wenn wir da jetzt, Frau Professor Laskowski, ansetzen, klimabedingte Migration bleibt oft in der Region, dann auch wenn man sie durch vorausschauende Umsiedlungen vollziehen würde. Und ich hatte mich noch gefragt, wie kann man in diesen Regionen, die ja, wenn das regionale klimabedingte Migration ist, bleibt sie ja in der Region, und diese Region ist ja dann grundsätzlich auch sicherlich vom Klimawandel betroffen, auch wenn auch nicht so stark wie die Ursprungsregion. Aber wie könnte vielleicht auch ein internationaler, ein rechtlicher Solidaritätsmechanismus aussehen mit diesen dann sowohl vom Klimawandel, aber auch von klimawandelbedingter Migration betroffenen Regionen? Natürlich sind da vor allen Dingen die Staaten gefordert, die das Know-how besitzen und auch die finanziellen Ressourcen, um die Staaten, die besonders gefährdet sind, beziehungsweise die Bevölkerung in diesen Staaten, dann stark zu unterstützen. Auch aus dieser Staatenverantwortung heraus, dieser Präventionsverantwortung eben dafür, gewissermaßen auch schon Vorsorge zu treffen, wenn man das überhaupt noch sagen kann, jedenfalls Maßnahmen zu treffen, dass Migration nicht erforderlich wird. Ja, also die Lebensumstände vor Ort zu verbessern. So, und da müssen wir dann Adaption in den Blick nehmen, also Klimaadaption, Anpassung an den Klimawandel, sodass wir darüber nachdenken müssen, auch hier in Deutschland übrigens, was bauen wir in Zukunft an, was kann hier wachsen unter den veränderten Klimabedingungen. Also müssen wir vielleicht die Landwirtschaft umstrukturieren, gucken wir jetzt wieder in diese besonders betroffenen Länder des Südens. Man muss sich Gedanken machen, was kann man anbauen, was braucht nicht so viel Wasser, also welche Pflanzen eignen sich und so weiter. Und da brauchen natürlich diese Staaten Know-how, welches dann auch vorzugsweise wieder in den Staaten, in den Industriestaaten zu finden ist. Und dieser Know-how-Transfer muss erfolgen. Und so weiter. Aber letztlich muss man hier aus meiner Sicht einfach viel Geld in die Hand nehmen, um dann auch wirklich sehr schnell für Veränderungen zu sorgen, damit die Lebensumstände so bleiben, dass die Menschen dort eine Perspektive sehen. Ja, darum geht es. Denn nur dann werden sie auch dort bleiben. Ansonsten werden sie sich irgendwann auf den Weg machen. Das ist eigentlich alles. Aber das ist auch, ehrlich gesagt, keine neue Erkenntnis. Genau, ich wollte es gerade sagen, das ist etwas, was wir auch aus dem Diskurs von 2015 auch kennen, wenn man sich daran erinnert. Wir haben heute viel über Geflüchtete eben gesprochen. 2015, ein Jahr, in dem Deutschland enorme Menschlichkeit gezeigt hat und sich geweigert hat, Menschen auf Bahnhöfen verkommen zu lassen. Aber es weckt eben auch Erinnerungen an Ablehnung und menschenfeindliche Haltung zu sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen, die haben Sie ja heute auch in Ihrem Vortrag erwähnt. Diese menschenfeindlichen Haltungen wurden plötzlich salonfähiger. Und bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mich gefragt, Herr Dr. Schraven, ob zwischen Menschen, die aufgrund klimabedingter Umweltveränderungen abwandern, und Menschen, die aufgrund ihres wirtschaftlichen Überlebens ihr eigenes Land verlassen, eine diskursive Nähe besteht. Also, dass eine Nähe besteht, das haben Sie heute schon ausgeführt, aber eine diskursive Nähe, wird da vieles dann auch in einen Topf geworfen? Und wie wirkt sich, falls ja, diese Nähe auf den Diskurs in unseren westlichen Industriestaaten aus? Und ein ganz verrückter Gedanke vielleicht, ist das vielleicht sogar ein Potenzial, dass man sagt, okay, Leute, wir haben jetzt lange über Wirtschaftsflüchtlinge gesprochen, aber Klima, das sind nochmal eine große Nummer mehr, und jetzt ist so viel Druck da, jetzt müsst ihr da aber auch mal eine Regelung finden. Zum ersten Teil der Frage ganz kurz ja.
Zur zweiten Frage. Erinnern Sie uns noch mal kurz, was der erste Teil der Frage war, ob eine diskursive Nähe besteht. Ja, ja. Okay. Genau. Besteht eine Chance? Jein. Es ist gut, dass natürlich, und das habe ich am Eingangs ja auch mit den Statements gezeigt, dass es irgendwo natürlich auch genutzt wird, um Aufmerksamkeit zu erregen für etwas Positives, für den Klimaschutz. Nur, ich sehe halt die Gefahr, dass wir durch eine Überstrapazierung dieses Narrativs, 2 Millionen Klimaflüchtlinge, die kommen dann irgendwann nach Europa, von den eigentlichen Problemen und den eigentlichen Lösungswegen dann zu weit abkommen. Genau wie ich die Gefahr sehe, jetzt allgemein mit dem Narrativ Fluchtursachenbekämpfung. Da wurde ja geschrieben, das ist jetzt die Stunde der Entwicklungspolitik, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Endlich hat sie wieder mal eine neue Legitimation gefunden. Jetzt kann sie die Fluchtursachen in Afrika und woanders bekämpfen. Da ist ja auch die Gefahr, dass man dann sehr schnell, wenn jetzt wieder sowas passiert mit Belarus und jetzt steigen die Zahlen wieder, nicht nur durch Belarus, aber insgesamt steigen jetzt wieder die Zahlen von Erstanträgen auf Asyl in Deutschland, dass natürlich dann sehr schnell wieder die Frage gestellt worden, naja, was ist denn jetzt mit eurer Fluchtursachenbekämpfung? War ja wohl nichts, ne? Also das sind alles so Gefahren, die ich da sehe. Allgemein möchte ich noch sagen, also wo Sie jetzt eben gesagt haben, wir haben einen gewissen Dissens, haben wir, glaube ich, gar nicht so sehr. Ach, umso schöner. Nein. Ich glaube, im Endeffekt kommen wir nicht so wirklich zusammen bei dem Punkt, wie trennscharf können wir jetzt sozusagen gewisse Dinge auf den Klimawandel zurückführen. Da bin ich halt vielleicht ein bisschen pessimistischer als Sie. Aber das ist ja auch okay. Ich meine, und Sie sind ja vom Fach, um Himmels Willen, da will ich nicht allzu tief jetzt rein. Also vom juristischen Fach meine ich jetzt, da will ich nicht allzu tief jetzt einsteigen in die Diskussion. Vielleicht wäre es sogar wirklich schön, wenn Sie im Endeffekt Recht behalten. Ich bin nicht gern so ein Rechthaber. Ich glaube aber halt wirklich dann auch aufgrund der politischen Dimension und der Trumps und Orbans dieser Welt, die natürlich dann immer anderweitig argumentieren werden, teilweise den Klimawandel natürlich gänzlich leugnen und dann sagen werden, naja, Klimawandel, das ist doch das eigentliche Problem, diese korrupten Regierungen da unten, ne? Ganz flapsig gesprochen. Das sind ja die Argumentationsweisen, auf die wir uns dann auch einlassen müssen oder die wir denken müssen, die wir antizipieren müssen. Aber wie gesagt, ich hoffe, Sie haben recht. Wäre ja schön, wenn die Rechtswissenschaftlerin Recht behielte, ist ja selten genug der Fall, dass wir die optimistische Zunft sind. Aber ich möchte gerne das Panel öffnen für Fragen aus dem Publikum. Sie haben uns heute so gebannt gelauscht. Gerne kommt das Saalmikro zu Ihnen. Ich sehe den Herrn im roten... Genau, das Saalmikrofon, wenn Sie sich kurz vorstellen und dann gerne Ihre Frage. Ja, guten Tag, ich bin Physiker, aber mich interessiert das ganze Thema. So, was heute noch fehlte jetzt hier, war meiner Meinung nach, dass ja auch noch eine Überbevölkerung kommt und dadurch die Fluchtursachen noch steigen werden. Und wie man die Überbevölkerung verhindern kann, ich weiß nicht, ich habe da bisher immer nur gehört, dass dass der Bildung irgendwie hilft. Und dann kommt das weitere Thema noch hinzu, dass der Fleischkonsum ja wahrscheinlich noch steigen wird, weil sich die Leute das leisten können. Und ein steigender Fleischkonsum führt zu noch mehr CO2-Problemen. Also einfach die Frage, ob jemand dazu... Ich würde sagen, die Prognosen, die Frau Laschkowski ja schon gerne weiter hat, ins Mikro, genau. Die sind, gehen genau in die richtige Richtung und die müssten noch viel besser ausgearbeitet werden. Und dann müssten wir auch technische Lösungen haben, die die Probleme lösen. Eher ein Kommentar als eine Frage. Möchte jemand darauf eingehen? Ja, ich vielleicht. Also vielen Dank für Ihre Anmerkung. Sie haben völlig recht. Der Bevölkerungszuwachs, vor allen Dingen in den armen Ländern, den müssen wir im Blick behalten. Ja, das ist richtig. Und Sie sagten Bildung, ja natürlich Methan, gut, da jetzt gerade auf der Konferenz wurde das als Thema auch aufgegriffen und man ist sich einig, dass man den Methanausstoß dann begrenzen will und dann hat man natürlich auch die Rinder da im Blick, muss sie jedenfalls im Blick haben, denn sonst ergibt das keinen Sinn, also vollkommen richtig, ja und Bildung. Ja, daran habe ich auch vorhin gedacht, nämlich unter dem Gesichtspunkt Perspektiven zu eröffnen.
Und ehrlich gesagt, Corona, so fürchterlich das alles war, aber eins haben wir gelernt, dass wir Bildung vor allen Dingen digital vermitteln können. Ja, und das ist natürlich auch eine Chance. Und wenn wir das international denken, dann denke ich schon lange an Universitätsverbünde, digitale, die dann zusammenarbeiten, auch mit Universitäten in anderen Staaten, nämlich genau da, wo sich die Menschen Bildung nur schlecht leisten können. Und also das ist auch etwas, ein Projekt, das ich in Kassel auf den Weg bringen möchte, nämlich gerade den jungen Menschen. Und junge Menschen finden wir vor allen Dingen dort, wo die Bevölkerungszahlen so hoch sind, ja, in diesen Entwicklungsländern, um auf diese Weise eine Perspektive bieten zu können. Denn wir sind inzwischen so international, dass wir, glaube ich, Vorlesungen auch auf Englisch hinbekommen. Das ist die Sprache, die meist verstanden wird. Ja, und der Zugang zu digitalen Hörsälen ist wirklich einfach. Das zur Verfügung stellen von Laptops, das ist keine große Kunst. Und diese Kosten, die können die Industriestaaten wirklich auch übernehmen. Das heißt, wir könnten hier jetzt in ganz anderen edukativen Infrastrukturen denken, universitäre Infrastrukturen. Und da können natürlich dann auch die Universitäten hier in der Europäischen Union, aber auch in den USA und Großbritannien natürlich, dann auch wirklich einen effektiven Beitrag leisten. Ja, also das, vielen Dank für den Hinweis, müssen wir natürlich in die Diskussion integrieren, aber wir müssen einfach konstruktiv denken, nicht nur konstruktiv juristisch interpretieren, sondern eben auch schauen, welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt, die wir vielleicht auch jetzt erst richtig entdeckt haben. Ich jedenfalls habe sie jetzt erstmal so entdeckt. Ich glaube, da sind Sie nicht alleine. Herr Dr. Schramm wollte auch nochmal. Ja, wenn ich jetzt mal der Optimist sein darf bei dieser Demografiefrage. Da müssen wir natürlich auch sehen, also klar ist jetzt die Entwicklung jetzt für die nächsten 20, 30 Jahre, gerade im Hinblick auf Subsahara-Afrika, nochmal enorm, teilweise besorgniserregend. Aber das war so eine kleine Schlagzeile, ich glaube vor wenigen Tagen, die eigentlich einen Trend bestätigt, den wir eigentlich jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten sehen. Das Wachstum der Weltbevölkerung verlangsamt sich auch immer weiter. Und die gängigen demografischen Modelle von UNFPA, also ist die demografische Abteilung der Vereinten Nationen, wo ganz schlaue Leute sitzen, demografische Modelle entwickeln. Wie die genau zustande kommen, fragen Sie mich jetzt bitte nicht. Die gehen auch davon aus, dass das Zenit bei der Weltbevölkerung ja auch in wenigen Jahrzehnten dann auch schon erreicht sein wird. Also das Wachstum bei der Weltbevölkerung ist auch nicht unendlich. Herr Professor Fieling hatte noch seinen Arm gehoben. Pola, wenn du da mit einem Mikro aushelfen könntest. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Erst einmal noch ganz, ganz herzlichen Dank für die beiden wirklich hoch anregenden Referate. Also ich habe viel gelernt und hätte also noch jeweils eine kurze Nachfrage an beide Referentinnen. Erstmal Herr Dr. Schraven. Am Anfang war ich etwas überrascht, dass Sie sagten, historisch hätten Umweltbelange bei Migrationsbewegungen kaum eine Rolle gespielt. Jetzt kann natürlich sein, dass ich jetzt einiges durcheinander bringe. Ich meine noch so in Erinnerung zu haben, beispielsweise in Irland im 19. Jahrhundert, diese Missernten, diese Kartoffelproblematik und so weiter. Ist das nicht etwas, was sozusagen für Modellierungen vielleicht etwas sein kann, wo man etwas drüber lernen kann, wie eben dann bei einzelnen schweren, auch vielleicht klimabedingten Umweltkatastrophen die Ernährung gefährden Migrationsbewegungen eben doch ausgelöst werden kann und aussehen können, wenn das schon im 19. Jahrhundert ging mit sehr viel schlechteren Mobilitätsmöglichkeiten als heute, kann man daraus etwas hochrechnen. Oder die andere zweite Konstellation, an die ich denke, da kann es aber auch sein, dass ich Dinge durcheinander bringe. Es gab doch Anfang des 19. Jahrhunderts so eine gewisse Kaltperiode auch, wo die auch letztendlich die landwirtschaftlichen und sonstigen Möglichkeiten verschlechtert hat und die wohl auch Auswanderungsbewegungen, wenn ich es recht sehe, ein Stück weit mitbefördert hat. Wäre das eine Blaupause eben für eher schleichendere Klimaveränderungen, die eben nicht jetzt an einem einzelnen Ereignis hängen? Sind das also doch historische Vorbilder, mit denen man in der Diskussion was anfangen kann, oder lagen da die Bedingungen doch ganz anders? Und an Silke Laskowski,
die du da genannt hast, die ganzen respektablen Institutionen, die für eine dynamische Interpretation der Genfer Konvention und so weiter zusammen mit dem Soft Law und so weiter eintreten, na, das sind doch eher die, böse ausgedrückt, die Ohnmächtigen dieser Welt. Und wenn man allein auf die vertrauen müsste, kommen wir dann nicht doch wieder zu dem zynischen Spruch, den ich gerne den Studenten erzähle, auch wenn ich dafür geschlachtet werde: Völkerrecht gilt immer, außer es kommt drauf an. Muss man nicht eher dann noch danach fragen, welche Chance haben zum Beispiel solche Argumente, sich in die Asylrechtsargumentation meinetwegen der deutschen Verwaltungsgerichte und dann so weiter bis hoch zum EuGH durchzusetzen? Dann hätte das Ganze eine andere Power, als wenn das nur so ohnmächtige Menschenrechtsorganisationen, und seien sie auch völkerrechtlich legitimiert, letztendlich äußern. Danke. Vielen Dank, Herr Fehling, für diese Fragen, für diese Fragen. Herr Dr. Schraben, vielleicht Sie als Erstes. Ja, das mit dieser eher mangelhaften Beachtung von Umwelt- und Klimafaktoren bezog sich auf die Migrationsforschung, auf die Modelle, die entwickelt wurden. Also es war ja sehr viel, diese Push-Pull-Modelle, dann hat man sich auf Mikroebene angesehen, also welche Kräfte sind im Haushalt vorhanden, wie ist es mit dem Humankapital, ist Bildung ein Faktor, der Migration bedingt und so weiter und so weiter. In diesem Zweig der Migrationsforschung spielten Umwelt- und Klimafaktoren eigentlich kaum eine Rolle. Interessanterweise, und das war jetzt ein guter Einwand, in der historischen Forschung hat man das schon eher erkannt. Und da ist ja eigentlich gar nicht diese Kartoffelkrise in Irland das Paradebeispiel, sondern die Völkerwanderung. Da geht man ja auch davon aus, dass dramatische klimatische Umwälzungen in Osteuropa, in Zentralasien das Ganze dann angestoßen haben. Nur, wenn man jetzt da versucht, jetzt einiges abzuleiten für die Gegenwart bzw. die nähere Zukunft, muss man sagen, dass diese historischen Ereignisse auch nur wieder bedingt taugen, auch wieder aus dem gleichen Grund, weil Kälteperioden, und da sieht man eine Korrelation dann auch mit Auswanderungswellen. Meistens lag es dann auch daran, dass die entsprechende wirtschaftliche Situation, vielleicht auch mitbedingt eben durch diese klimatischen Einschnitte, aber eben nicht nur da eine starke Rolle gespielt haben halt für diese Wanderungsbewegung. Also von daher, klar, ein Blick in die Geschichte ist immer sehr, sehr lohnend. Aber vielleicht nochmal zu diesem Gesamtkomplex, bevor ich es vergesse. So eine ähnliche Konstruktion, so eine Kausalkette, wurde ja teilweise auch hergeleitet für den Konflikt in Syrien. Und zwar, vielleicht hat es der eine oder die andere schon mal gehört, dem Konflikt in Syrien ging ja voraus eine längere Dürreperiode in Ostsyrien, also dem landwirtschaftlichen Zentrum des Landes seinerzeit noch. Was auch führte zu einer starken Abwanderungswelle dann in die Städte wie Aleppo, Damaskus, Homs und so weiter. Und da gingen jetzt auch viele davon aus, naja, das hat den Konflikt eigentlich vielleicht hervorgerufen, wenn nicht so, zumindest aber befeuert. Da gibt es einen sehr tollen Artikel, unter anderem von der Kollegin Christiane Fröhliche vom Hamburger Giga-Institut, die das Ganze dann auch mal versucht zu dekonstruieren und im Endeffekt auch zeigt, ja, dass diese klimatischen Faktoren eine starke Rolle spielen. Man sollte sie aber niemals unterschätzen, weil gerade im Syrien-Konflikt, bei vielen anderen Konflikten oder generell auch bei Migrationsbewegungen diese politisch-institutionellen und ökonomisch-sozialen Faktoren im Endeffekt meistens sogar stärker sind. Aber nur eine kleine Literaturempfehlung, bevor ich es vergesse. Sehr schön, Frau Professor. Ja, ansonsten vielen Dank für den Hinweis. Die Menschenrechtsgremien als zahnlos zu betrachten, nun, das kann man vielleicht, aber da würde ich natürlich sagen, sie werden immer wichtiger. Also sie waren in der Vergangenheit nicht so wichtig, sie sind wichtiger geworden, weil die Interpretationen, die dort formuliert werden, inzwischen auch von den deutschen Gerichten, auch vom Bundesverfassungsgericht herangezogen wird, zur Interpretation auch des Verfassungsrechts, wenn es erkennt, dass internationale Bezüge bestehen. Und die letzte Klimaentscheidung, die war da schon ganz erfreulich aus meiner Sicht. Aber abgesehen davon, richtig, die internationale Entwicklung ist erschreckend langsam. Viel
interessanter und viel effektiver wäre es natürlich, wenn der europäische Gesetzgeber hier für Klarheit sorgen würde im Rahmen der verschiedenen Richtlinien, die er erlassen hat im Bereich des europäischen Asylrechts, sage ich mal. Da greift er auf die Genfer Flüchtlingskonvention zurück und geht über sie hinaus, sodass es natürlich dem europäischen Gesetzgeber freisteht, um hier eine entsprechende Konkretisierung in seine Richtlinien aufzunehmen. Und das wäre natürlich das Allerbeste aus meiner Sicht, denn wenn der europäische Gesetzgeber Klarheit geschaffen hat oder zumindest der Europäische Gerichtshof durch seine Interpretation, auch das ist natürlich etwas, worauf wir setzen können, wenn er durch seine Interpretation die bestehenden Richtlinien entsprechend konkretisiert. Auch das wäre immens hilfreich, denn dann wissen alle deutschen Verwaltungsgerichte in diesem Kontext, das ist der Maßstab und entsprechend müssen wir das implementierte deutsche Recht auslegen. Das wäre, glaube ich, die schnellste und effektivste Herangehensweise des Rechts. Und ich glaube, da sollten wir weiterarbeiten in diese Richtung. Das heißt nicht, dass die Entwicklungen auf der internationalen Ebene bedeutungslos sind, gar nicht. Denn sie zeigen ja, dass es einen Konsens gibt der internationalen Gemeinschaft. Und das ist nochmal sehr wertvoll und sehr wichtig und lässt auch hoffen. Aber natürlich, wir sind Mitglied der Europäischen Union, wir haben das EU-Recht und das ist das Recht, das sich durchsetzt. Denn erst seitdem der europäische Gesetzgeber das Asylrecht geändert hat und klar war, dass hier diese Richtlinien entsprechend zu beachten sind, hat sich auch das deutsche Asylrecht geändert und wurde sehr viel fairer, als es vorher war. Ja, also das war eine wichtige Rechtsentwicklung, ganz ohne Frage. Und die Rechtsprechung des EuGHs ist hier immens wichtig. Aber auch das wissen wir in dem Kontext, nimmt ja ganz klar Bezug auch auf die Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs. Also auch dieser Input ist hier immens wichtig. Ja, okay, mit anderen Worten, wir dürfen weiter hoffnungsvoll sein. Sehr schön, sehr schön. Im Hinblick auf die Zeit habe ich der Dame oben und wenn Sie beide mir versprechen, kurz zu antworten, dann möchte ich gerne der Dame oben nochmal die Möglichkeit geben, eine Frage zu stellen, nachdem bereits zwei Herren heute eine Frage gestellt haben. Versuchen wir zumindest ein bisschen Parität hinzufügen. Ganz herzlichen Dank. Das schließt sich perfekt an das, was Sie gerade gesagt haben. Das klingt so wahnsinnig optimistisch und ich würde das so gerne mit nach Hause nehmen. Gleichzeitig höre ich von Frontex und ich sehe, dass die Leute sterben an der polnischen Grenze. Und es erscheint mir eigentlich das Gegenteil zu passieren von dem, was Sie beide jetzt eigentlich gesagt haben, dass wir das alles in die Gesetze integrieren, dass wir das alles planen, dass wir tolle Sachen machen. In Wirklichkeit ziehen alle Mauern hoch und niemand will mehr irgendeinen Flüchtling irgendwo reinlassen. Alle, die Geld haben, bauen Zäune. Und dann können wir uns freuen, dass das EuGH das anders sieht, aber es kommt ja gar keiner mehr rein. Und meine Interpretation der Situation ist, je mehr Klimawandel kommt, desto höher werden die Zäune sein. Und deswegen, ich würde so gerne den Optimismus mitnehmen, den Sie gerade ausgesprochen haben, aber bei mir ist er jedenfalls im Moment nicht da. Und dazu hätte ich gerne noch einen kleinen Kommentar. Vielleicht von Herrn Dr. Schraven, weil er sich so ein bisschen auf die politische migrationspolitische Dimension bezog. Herr Dr. Schraven, werden die Zäune höher, je höher die Meeresspiegel sind? Ich befürchte das ja. Das war tatsächlich die von mir verlangte kurze Antwort. Aber vielleicht gebe ich nochmal Frau Laskowski das Wort. Die Dame hat ja nach Optimismus gebeten und wir möchten sie nicht ganz ohne Optimismus heute Abend nach Hause gehen lassen. Naja, ich würde mal einfach sagen, Rechtskonformität. Ja, also EU-Staaten müssen sich an das geltende Recht halten. Wenn sie Zäune bauen, bauen sie Zäune. Okay, das ist das eine. Aber die Menschen, die da sind, die müssen so behandelt werden, wie es das europäische Recht erfordert. Das heißt, dass
das, was da in Polen passiert, das ist EU-rechtswidrig, überhaupt keine Frage. Und das hat nichts mit dem Recht zu tun, zu dem sich Polen verpflichtet hat. Der Europäische Gerichtshof, der macht immer wieder deutlich, wo die Verfehlungen zu erkennen sind. Und Polen, ja, und das ist eben jetzt ein ganz grundsätzliches Problem, ist der Auffassung, dass die polnische Verfassung über dem europäischen Recht steht. Und das ist natürlich ein No-Go. Also das kann sich die Europäische Union nicht bieten lassen. Das wird sie sich auch nicht bieten lassen. Da ist eine Grenze überschritten. Ansonsten kann man die Politik verstehen, also lieber umarmen, als sie alle gehen lassen. Dadurch wird ja dann das Verhalten Polen nicht besser. Ja? Es wird ja dann auch noch gegen Völkerrecht verstoßen. Das tut es ja auch noch obendrein. Aber noch ist es Mitglied, ist Polen Mitglied der EU. Und damit ist auch klar, wenn es Mitglied bleiben möchte, dann muss es sich an das geltende Recht halten. Und das wird dann auch so sein. Aber natürlich haben Sie recht, die EU muss sich positionieren und hier müssen Sanktionen folgen, um diese Rechtskonformität einzufordern. Es geht gar nicht anders. Und dabei in diesem Kontext darf man natürlich auch Kroatien nicht vergessen. Da haben wir auch Berichte gehört, dass da an den Grenzen ganz schön viel Unfug passiert, wenn ich das so unrechtlich sagen darf. Ich darf mich ganz recht herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Es war mir eine Freude, mit Ihnen über dieses wichtige Thema zu sprechen. Ich darf mich auch ganz recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns so fleißig gelauscht haben und mit so spannenden Fragen diesen Diskurs heute Abend ergänzt haben. Ich darf an Svenja Lender übergeben. Ich habe was von Wein und Brezeln gehört. Sie wird uns aber mehr Infos dazu geben. Ja, genau. Die Uhrzeit ist fortgeschritten. Ich habe nur drei kleine Anliegen. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Laskowski, Herr Schraven, bei Herrn Karamirkmedovic bedanken für die höchst interessanten Vorträge und für das sehr spannende Podiumsgespräch im Anschluss. Die bei den vorherigen zwei Veranstaltungen schon waren, wissen, was jetzt kommt. Die Bucerius Law School hat einen Unternehmenswald, das heißt, sie hat Bäume in verschiedenen Ländern im globalen Süden. Und zur Erinnerung an diesen Abend werden Sie drei jetzt Pate eines Baumes, den Sie dann im Internet beim Wachsen, beim Blühen und auch bei den Erträgen zuschauen können. Genau, vielen herzlichen Dank nochmal. Genau, hier, ich gebe Ihnen mal die Bäume. Ja, vielen Dank. Ansonsten vielen Dank an Sie, liebes Publikum, fürs Dabeisein. Ich darf Sie aufmerksam machen auf den nächsten Abend unserer Reihe. Und zwar kommende Woche geht es weiter mit dem Thema Klimaaktivismus. Auch ein sehr spannendes Podium wird Sie dann erwarten und hier diskutieren. Und genau, die dritte Sache, die ich noch sagen wollte, wir können jetzt den Abend ausklingen lassen, weiter über dieses komplexe Thema diskutieren. Und zwar bei Brezeln und Wein oder einem anderen Getränk im Foyer, wozu ich Sie herzlich einladen möchte und wünsche uns allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.